Menschen gesagt, wir müssen die Juden wieder zurückholen. Ja, wir geben denen ein Land, wo die geschützt sind, weil die wurden von aller Welt verhasst durch den Westen, durch den Genozid, durch Hitler. Kennen wir die Geschichte auf jeden Fall. Da hat die UNO, du weißt ja, was UNO ist, ne? Die ganzen Länder haben sich zusammengesetzt und haben dann entschieden, wo soll Israel hin und soll Israel ein Land besitzen und so weiter, ein Staat Bruder gehören. Pavlos, Und mach mal bitte ganz schnell jetzt bitte, Bruder, weil wir wollten eigentlich anfangen. Bruder? Benni, ich fange kurz weiter an. Was hast du kurz gesagt? Ich war kurz verstört. Jemand hat mich kurz Ja, was weil ich gesagt. wollte eigentlich das gestern klären wegen der Kreuzigung, der Prophezeiung, Mach mir dass sofort, Bruder Danny. Mach mir, ja. das ist sehr wichtig. Warte, müssen wir müssen noch einmal klären, ne, für die Maya, weil die hat ja dieses, das ist sehr wichtig. So, wir sind jetzt an dem Punkt, wo die UNO entschieden hat, Israel soll ein Staat gehören. Dann haben die Juden sich, dann sind die Juden alle zurückgereist. Das ist eine biblische Prophezeiung gewesen. In Hesekiel 36 steht das, dass die Leute zurückkehren nach Israel, zu die Väter, zu ihre damaligen Väter. Da steht in der Bibel, in der Prophezeiung, dass die Juden zurückkehren werden. Und das haben die getan. 1882 bis 2013 ist dies in Erfüllung gegangen. 3 Millionen Juden aus 5 Kontinente, also die ganze Welt aus über 120 Ländern, sind die zurückgereist und nach Israel gegangen. Israel 1948 wurde offiziell als Staat angekündigt, auch gegeben. Und dann sehen wir aber was. Die Palästina, also die Araber, da war nur immer Palästina und nicht mal das Wort, die Araber haben noch mit denen friedlich zusammengelebt. Aber die Araber hatten ein Problem. Die hatten sogar noch den Mehrteil gehabt. So die, Bruder Danny, geh mal kurz weg mit dem Kopf. Ihr seht doch Israel da, ne? Die Araber hatten mehr prozentual Land gehabt als Israel. Die hatten ja so 12% ungefähr, die Israeliten. Ja, und da waren die zufrieden und glücklich. Aber die Araber waren nicht glücklich. Wie es in der Bibel steht, in Psalm 83 steht drin, ne, dass die Arabische Liga heißt das, und da ist auch das Philister gemeint, ne, mit dem Philisterland, die an den Meer ist, dieses Gazastreifen, und die anderen, die drumherum sind, die ganzen muslimischen Länder, haben ein Problem damit und haben einen Plan geschmiedet. Die wollen die Juden vernichten, ein Genozid starten. Die wollen die bis zum bitteren Ende bekämpfen. Das tun die. Das haben die öfters getan. 1967, da gab es große Kriege, Sechstagekrieg. Da hat Israel gewonnen und gegen 7 arabische Länder gekämpft. Die muslimischen Länder, das ist die Arabische Liga gemeint. Die haben immer die Juden bekämpft und gehasst. Aber der Herr lässt sich nicht spotten. Der Herr sagt, wer Israel verflucht, so hat er mich verflucht. Na, wer Israel angreift, der greift mich an. Und der Herr hat Sorge geleistet. Er hat dann die Obrigkeit genutzt. Diese Obrigkeit verwerfe ich sogar auch noch. Ne? Also mit anderen Worten, diese Zionisten haben mir nichts zu tun. Aber Gott nutzt auch die Finsternis als Werkzeug, um die anderen zu züchtigen. Gaza wird verlassen. Da steht drinnen in der Bibel, steht prophezeit, dass Gaza verödet wird, verlassen wird. Es wird nichts mehr geben. Was haben wir jetzt heute? Die Prophezeiung ist in Erfüllung gegangen. Von den 1 Million Palästina sind die alle fast geflüchtet, über Hunderttausende. Gaza ist leer, Gaza ist gar nicht mehr bewohnbar. Wie es in der Bibel steht, da steht prophezeit. Also sehen wir ganz klar, die Bibel gibt jede Prophezeiung präzise an, dass Israel einen Staat wieder bekommt, dass die ganzen Juden zurückkehren, dass die hebräische Sprache wieder auferlebt wird. Wir sehen ganz klar, dass Gaza komplett verlassen wird. Die Arabische Liga hat keine Chance. Die wird aber erst in den Drangsalzeiten eine Chance bekommen. Dann wird Israel komplett vernichtet werden. Das ist aber Okay. noch weit in der Oder Zukunft. Pavlos. Das wollte Lass ich nochmal anfangen. klären. Das war es auf jeden Fall mit Israel. Okay. Free Palästina. Free Free Dänemark. Sage, Maya, ich Free sage, die Kinder der Dänemark. Palästina sollen wir beten Pavlos. und die Kinder für Israel. Pavlos. Free Lass uns anfangen. Palästina. Free Free Palästina. Dänemark. Free Dänemark. Free Palästina. Free Dänemark. Okay. Auf jeden Gänse. Fall, wir sind für beide. Guck mal, wir wollen, dass die Israel und auch Palästinenser, dass die beiden zu den Herren kommen. Ich möchte, dass alle gerettet werden, so wie auch die Hamas. Ja, ich möchte auch, dass die Hamas zu den Herren kommen. Und jeder Einzelne, dass er erkennt, dass der Herr Jesus Christus der einzige und wahre Gott ist. So. Und auf jeden Fall, ich wollte noch mal sagen, gestern war ja eine Debatte mit diesem Tauhid. Und sie sind ja nur am Lügen. Also die Muslime sind stark am Verführen, an Lügen. Reißen vieles aus dem Kontext, leider. Es ist ja auch so, gestern habe ich ja gehört, Daniel 13,
Ich dachte mir, was redet der Tauhid, was für Daniel 13? Also, wir lügen und verführen. Und ich wollte euch einmal was vorlesen, Leute. Lest mal alle und schlagt jetzt mal auf. Psalm 22, Vers 19. Schlagt das mal bitte auf. Also, ihr könnt gerne mit aufschlagen. Und dann lesen wir. So, wir lesen jetzt Psalm 22. Und da wurde prophezeit, sie teilten meine Kleider unter sich und warfen das Los über mein Gewand. Wer ist das? Muslime, meine lieben Muslime, wer ist damit gemeint? Guck mal, hier steht ja, man wird über das Gewand des Messias das Los werfen. So, und ich habe gerade gelesen, Psalm 22, 19. Ne? Wenn wir jetzt aber im Neuen Testament lesen, in Matthäus 27, Vers 35, Muslime zuhören, nicht verstockt rangehen. Ich habe auch kein Wissen. Ich habe auch kein Wissen. Ist okay. So, passt auf. Matthäus 27, 35. Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das Los, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten gesagt ist. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und das Los über mein Gewand geworfen. Also Psalm 22, Vers 19 hat sich erfüllt vor 2000 Jahren. Was ist denn das, Muslime? Wer ist denn das? Über wem haben sie denn das Gewand? Über Bruce Lee? Über Jackie Chan? Über Will Smith? Wem haben sie denn das Gewand gelost? Über Mohammed? Wer war denn das? Ali, wer war denn das? Das war der Herr Jesus Christus, so wie es auch steht in Psalm 22, 19. Haben die? Zuhören haben die? Der null Ahnung hat von der Bibel? Null Ahnung, peinlich. Du lebst schon so lange hier und kannst nicht mal richtig die Bibel lesen. Ist okay. Also wir haben gerade gelesen. Wir lesen Psalm 69, 22 und Bruder Pablos, ja. Schlag mal bitte Matthäus 27, 33 einmal auf. Ja. Lest das 27, Vers 33. Gib mir eine Sekunde. Genau. Matthäus 27, 33. Und ich lese jetzt, was ist denn das? Warte ganz kurz, aber was passiert? Ich lese erstmal im Alten Testament und dann gucken wir mal, ob das auch sich erfüllt hat. Tauhid, du musst lernen und zuhören und nicht so viel lügen, weil wer lügt, der kriegt eine lange Nase und kurze Beine. Ja, genau. Ich bin bereit, Bruder. Bist du so klein, Tauhid, und das ist nicht gut. Matthäus 27, 33. Nein, ich wollte einmal lesen. Und dann, guck mal, in Psalm 69, 22. Und sie gaben mir Galle zu Speise und Essig zu trinken in meinen Durst. Wer war denn das? Wem haben sie denn da Galle und Essig? Jetzt muss ich lesen, dann finden wir es heraus. Müssen wir lesen. Matthäus 27, Vers 33, 34. Und als sie an den Platz kamen, den man Golgatha nennt, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken. Und als er es gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Nicht trinken. Genau, so. Wer ist denn das gewesen? Ja, aber wer war denn das? War das jetzt Muslime? Wer war denn das? War das euer Prophet Mohammed? Wer war denn das? Wer ist denn jetzt Psalm 69, 22? Da steht doch im Neuen Testament, da muss man doch einfach nur seine Augen. Also, wenn ihr nicht gut sehen könnt, dann geht zu Brille Vielmann und kauft euch eine Brille. Also, wenn ihr nicht mit euren Augen richtig lesen könnt, dann kauft euch eine Brille. Dafür gibt es ja Brillenladen. Und dann könnt ihr auch das lesen. Das gibt's auf Deutsch. Die Bibel kann man auf Deutsch lesen, ganz normal. Und dann seht ihr, das stimmt. In Psalm 69, 22, das ist im Zeilen, wurde das aufgeschrieben im Alten Testament und im Neuen hat sich das erfüllt. Das ist ja, ne, ein bisschen, das Herz muss auch aufrichtig sein. Und dann liest ihr das. Und dann seht ihr, ah, das ist der Herr Jesus Christus. Zum Beispiel im Psalm 22, 17. Und Bruder Pablos, lest mal bitte einmal gleich diese zwei Verse. Johannes 19, ja. Johannes 20. Ich lese ja. Psalm 22, 17. Die Hände und Füße des Messias werden durchgraben. Es steht ja geschrieben, denn Hunde umringen mich. Eine Rotte von Übeltäter umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Lest mal bitte, lest mal jetzt im Neuen Testament Johannes 19, 18. Johannes 20, 20. Mach ich.
Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Jetzt Johannes 20, Vers. Johannes 20, Vers, Bruder. Johannes 20, 20. Okay, da steht drinne. Ich lese jetzt vor. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Und jetzt pass auf, wer war denn am Kreuz und mit Psalm 22, wer war denn das? Wer ist denn das gewesen? Der Herr Jesus Christus, meine Lieben. Oder, der Herr ja, Jesus Christus. Schreibt den Chat rein, was Judas? Denkt ihr? War das Judas? War das Judas? Weil die sagen, das war ja Judas. Und der Herr Jesus hat sich ja als Gärtner versteckt, oder? Also der hat sich als Gärtner versteckt mit so und dann hat er da wie so ein Feigling sich versteckt. Alle hat das so aussehen lassen, als sie ihn kreuzigen würden, ne? Sagen wir, alle ist der größte Listenschmied, der größte Täuscher. Also hat dann Judas ist dann für die Sünden am Kreuz gegangen, oder wie? Ja. Bruder Danny, kannst du Ex-Muslim bitte hochholen, wenn der hoch kann? Bruder Amir, kannst du bitte hochkommen? Ja, wir lesen weiter, wir müssen weiterlesen. Ja. Wir müssen weiterlesen. Lesen wir mal. Jesaja 53. Nein, warte ganz kurz, warte, noch nicht, das kommt alles zum Schluss. Doch. Wir lesen jetzt einmal Jesaja 50, Vers 6. Das sind jetzt alles, guck mal, Bezug zum Christus, dem Messias. Und jetzt pass auf, hier steht ja zum Beispiel, der Messias wird geschlagen, verspottet und angespuckt. Wir gucken uns das alles nach Reihenfolge an, ob er gekreuzigt worden ist. Wir lesen jetzt mal Jesaja 50, 60 und dann lesen wir mal. Ja, die Muslime täuschen ja gerne und sagen, das ist Jeremia. Nein, hört auf damit, Leute. Also passt auf, Jesaja 50, 60 und dann lesen wir Matthäus 26. Mein Rücken bot ich denen, ich lese nur aus dem Alten Testament, meinen Rücken bot ich denen da, die mich schlugen, und meine Wange, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Also, der Herr Jesus, was ist denn mit dem Herrn Jesus passiert, wo sie ihn gegeißelt haben? Er wurde ja geschlagen, angespuckt, er wurde ausgepeitscht, verspottet. Jetzt lest mal, guck mal, ich habe jetzt Jesaja 50, 60 gelesen. Mein Rücken bot ich denen da, die mich schlugen. Lest mal jetzt Matthäus 26, Vers 67. Lest es mal. Mach ich. So, da spuckten sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Andere geben ihm Backenstreiche. Da sehen wir es, meine Lieben. Genau, aber warte, jetzt pass auf. Jetzt gehen wir nochmal in Psalm 69, 8, 20, 21. Denn um deinetwillen trag ich Schmach und Schande, bedeckte mein Angesicht. Pass auf, wenn wir jetzt lesen in Matthäus 27, 26, Jesus aber ließ sich geißeln und übergab ihn zu kreuzigen. Jetzt lesen wir mal, les mal Micha 4, 14, Psalm 31, 12 noch dazu. Micha, soll ich lesen? Ja, warte. 4, 14? Ja, 4, 14 mache ich. Nun aber schließen deine Reihen, du Schar. Man hat eine Belagerung gegen uns aufgestellt. Warte mal ganz kurz, ich muss noch mal gucken. Entschuldigung, Bruder. Das ist aber auch eine Verheißung des Messias aus Bethlehem. Mach mal ganz kurz. Nun aber schließe deine Reihe, du Schar. Man hat eine Belagerung gegen uns aufgestellt. Mit dem Stab haben sie den Richter Israels in Gesicht geschlagen. Ja doch, das ist, das ist ja auf den Herrn Jesus. Ja, genau. Und jetzt lest mal Psalm 31, Vers 12 noch mal bitte. Psalm 31, Vers 12, warte. So, genau. Vor all meinen Feinden bin ich zum Hohn geworden. Meine Nachbarn allmeist und ein Schrecken meiner Bekannten, die mich auf der Gasse sehen, fliehen vor mir. Das war also, Psalm 31, Vers 12. Ja, vor all meinen Feinden bin ich zum Hohn geworden. Also, du siehst ja auch zum Beispiel in Matthäus 27,
also 27, 28, 30 und sie zogen ihn aus und legten ihn einen Purpurmantel und flohen in eine Krone aus Dornen. Und du siehst ja auch, dass zum Beispiel Psalm 31, 12, diese ganzen Prophezeiungen, und dann liest du das im Alten Test, also im Alten und Der im Neuen Tanach der Testament. Juden, ne? Der Ja, Tanach ist das. aber dann siehst du auf einmal, hä? Das ist doch der Messias. Das ist doch alles, was da geschrieben steht, das ist doch der Herr Jesus Christus. Aber nein, das Problem ist, da wird das Gehirn, die Steckdose ist draußen und das Herz ist leider verhärtet. Leute, bitte alle nochmal folgen und bitte alle nochmal den Stream teilen. Bitte Wer ist folgen. gemeint, meine Lieben? Schreibt mal in die Kommentare rein. Wer ist denn gemeint ständig aus dem Alten Testament? Erzählt mal, wer ist gemeint? Jesus oder Mohammed? Ja, wer ist denn gemeint? Kannst du Einer einmal ist Mohammed und schreibt lesen? Jesus. Sehr schön. Guck mal, ich lese mal einmal vor. Psalm 35, 11, Psalm 27, 12, pass auf. Es treten ungerechte Zeugen auf. Sie stellen mich zur Rede über Dinge, von denen ich nichts weiß. Psalm 27, 12. Denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohungen aus. Und jetzt lest mal bitte Matthäus 27, 59. Ja, warte. Und Josef nahm der Leib, wickelte ihn in rein. Nee, da ist es nicht, Bruder Denny. Matthäus 27, Vers. Warte, ich guck noch mal. Warte ganz kurz. Mit dem falschen Zeug war woanders. Warte ganz kurz, ich muss noch mal gucken. Guck in der Warte Zeit, ganz ich kurz. erzähle den Leuten was. Ihr seht es, mein Lieben, das ist der Herr Jesus Christus. Das ist ganz klar der Herr Jesus und niemand anders. Das kann auch niemand sein. Der Tanach der Juden prophezeit den Herrn Jesus. Ständig. Matthäus 26, Vers 59. Okay. So, Matthäus 26, Vers 59. Ja. Lesen wir. Aber die obersten Priester und die Ältesten und der ganze Hohe Rat suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Da seht ihr es, meine Lieben. Ein falsches Zeugnis, um ihn zu töten, ne? Und in Psalm 35 es treten ungerechte Zeugen auf. Pass auf, und in Psalm 27, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden. War das nicht so? Haben Sie den Herrn Jesus nicht da die ganze Zeit verhört? Und das gesagt Ganz in und das Zeit. gesagt, ist das nicht alles? Das ist alles und ich verstehe das nicht. Wie kann man nur so verhärtet sein? Wie kann man nur so verblendet sein? Okay, aber irgendwann wird dann halt abgerechnet und dann müssen die dafür Rechenschaft ablegen, Getan. ne, für ihre unnützlichen Worte. Aber ich will noch mal was vorlesen. Pass mal auf. Jetzt gehen wir mal. Und Daniel, ich sag Daniel, dieser Tauhid, wir gehen jetzt mal darauf ein. Wir gehen jetzt mal, was er gestern auch gesagt hat, aber erstmal möchte ich noch mal Psalm 31,6 lesen und dann möchte ich Lukas 23 einmal noch mal lesen. Es steht ja geschrieben, in deine Hände, guck, pass auf, in Psalm 31,6, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und in Lukas Lukas 23. 23, Vers 64, Ich und lese da steht ja vor. geschrieben, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, entschlief er. War das nicht so? Psalm 31, 6, Lukas 23. Und Ja. dann verdrehen die das und sagen, das ist Jeremia gewesen. Das war, wen wollt ihr denn hier Das vor? ist so heftig, ne? Das darf Lies mal eigentlich. Jesaja 53, Bruder Danny, für diese Zuschauer. Jesaja Nein, 53. ja, liest du mal Jesaja 53, ich will noch was raussuchen. Ja. Du kannst ja Jesaja 53 lesen und dazu kannst du Lukas 23 auch lesen danach. Ja. Guck mal. Jetzt lese ich mal Jesaja 53. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist es geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er
und verlassen vor dem Menschen. Ein Mann, der Schmerz und Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Das war Vers 1 bis 6, Jesaja 53. Wahnsinn, oder? Wer Ja, ist damit gemeint? Wer wurde durchbohrt? Wer hat die Strafen auf sich genommen, die Sünden auf sich genommen, damit wir Frieden haben? Vers 7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer aber will warte, ich aber wollte sein noch was Geschlecht vorlesen. beschreiben? Ich wollte noch Ja, was bitte. ergänzen. Ich wollte noch was ergänzen. Also ich wollte noch was Ja, ergänze. Muslime. Ja, Entschuldigung. Ich wollte noch was sagen, Muslime. Was auch sehr wichtig ist und wo gar nicht viel. Also es ist sehr wichtig jetzt, Muslime. Passt auf, Muslime. Jesaja 53, Vers 9. Und jetzt passt auf. Ich lese mal den letzten Vers und dann lesen wir das mal. Einen Moment. In Lukas 23, pass auf, also Jesaja 53, Vers 9. Und sich unter die Übeltäter preisgegeben, also unter die Übel, Entschuldigung, und sich unter die Übeltäter, warte, nein, nein, das wollte ich lesen, Entschuldigung. So, und die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Oder, also der letzte Vers unten, Pablos, ne? Der allerletzte Ja. Vers, guck mal in Jesaja 53, den allerletzten Ja, Vers, lest 12. mal. Nein, nein, Ja. neun. Neun, lest mal neun, aber den Ah, allerletzten, wo steht, für die Übeltäter gebetet hat. Lest mal. ja. Jesaja 53, Vers 12 ist das. Ja. Darum will ich ihm die viele zum Anteil geben, und er wird die starke zum Raub behalten, dafür, dass er seine Seele den Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Ja, genau. Und jetzt pass auf. Und wenn wir jetzt lesen in Lukas 23, 33, 34, da hat doch der Herr Jesus gesagt, Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat für seine Feinde gebetet. Das hat sich alles erfüllt. Alles. Man muss das ganz genau, Vers zu Vers, alles raussuchen. Und dann siehst du das auch. Das ist auf den Herrn Jesus getroffen. Das hat sich erfüllt. Wurde prophezeit. Und nicht wie die Muslime immer wieder aus dem Kontext reißen, 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 reißen und versuchen, ihren Koran nach vorne zu bringen, wo ein Ziege, die Hunger hatte, die sich in der Wüste verlaufen hat, diese arme Ziege, die dann diese Koranverse gegessen hat, um zu überleben. Um zu überleben. Die Ziege hat Koran genommen. Das repräsentiert und zeigt schon mal, dass der Koran Allah gar nicht schützt. Ne? Also Ja, der aber warte, aber Koran kann warte. sich nicht mal helfen mir. Allah schützt sein Wort gar nicht. Aber nicht nur das, das wissen wir ja, wenn wir noch sogar anschauen, Sahih Bukhari 4987, dass Uthman, der dritte Kalif, alle Werke des Korans verbrennen lassen hat. Die habt gar nicht den Original-Koran. Der existiert nicht. Der existiert nur in Köpfen, aber der existiert gar nicht. Warte, ich Nicht will mal rezitieren weitermachen. konnten die den. Bruder Pablos, ich will weitermachen. Wir sind noch nicht mal fertig. Wir sind nicht mal fertig. Lass uns mal lesen. Ich habe ja gesagt, ich habe ja Psalm 22, 2. Der Messias wird in der Stunde des Gerichts von seinem Gott verlassen. Ne? Pass auf. Psalm 22, 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du ferne von meiner Rettung? Ne? Und wenn wir. Lest mal Matthäus 27, Vers 46. Ja, warte. Also Psalm 22, 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hier hat der Matthäus Herr Jesus Evangelium. an Matthäus 27, Vers 46. Und um die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Der Menschensohn, meine Liebe, ne, musste allein sein und die Sünden auf sich nehmen, dass Gott Wesen den Menschenkörper verlässt, damit er alle Sünden auf sich nimmt und dann sterben kann. Weil Gott hat mit Sünde nichts zu tun und Gott kann nicht sterben. Bruder, und jetzt les mal ganz kurz Psalm 22, 7, 9. Danke, Leute, danke fürs Teilen, Leute, danke, Leute, dass ihr Psalmen Psalm 22, 7, Vers 9. 9. 7, 9. Okay. So. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Weißt du was? Die Muslime denken, Er direkt sich warte, warte, warte. direkt. Die Muslime denken wirklich, da ist ein Wurm gewesen, der so groß war wie ein Mensch. Ich weiß es nicht, Muslime. Ich weiß nicht, ob das Gehirn angestrengt ist. Ich weiß es nicht, Muslime. Aber es ist immer wir müssen das immer geistlich verstehen, wie ein Wurm. Ein Wurm ist wehrlos, richtig? Ein Wurm kann sich nicht Genau. wehren, wie ein Lamm, das sich auch nicht wehren kann. Man muss es immer geistlich verstehen, Muslime. So, und das sagt ja der Herr Jesus, wie ein Wurm, der sich nicht gewehrt hat, der am Kreuz war. So, und jetzt lesen wir mal Matthäus 27, 39, Vers 46. Schlag noch mal auf, dann lese ich den letzten Vers, Matthäus 27, 39. Warte, Bruder Danny. Ja. Matthäus Kapitel. Matthäus 27, 39. Ich guck mal, ob der Bruder. Ich Lest lese das vor, ich mal. hab's. Aber die Vorübergehenden lästern ihn, schütteln den Kopf und sprachen, der du. Nee, das ist ja nicht, Bruder Danny. Wie bitte? Das ist der Vers. Ich guck nochmal nach dem Vers. Oder wolltest du was Neues bringen? Nee, warte mal. Ich habe ja gesagt. Also, du hast ja gerade Psalm 27 gelesen. Genau, Vers 7 bis 9. Das ist ein Ja. anderer Matthäus. Der Nein, fängt nein, also nein. das andere Nein, Kapitel. nein, 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 warte ganz kurz. Matthäus 27, 39. Okay, ich schieß vor. Ja, lest bis Die Ende, ne? vorübergehend. Was? Lest mal bis Ende. Okay, aber die Vorübergehenden lästern ihn, schütteln den Kopf und sprachen, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen auferbaust, rette dich selbst. Ja, doch, das ist er. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt die Schriftgelehrten und die Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er ist der König Israels. So steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut und vertraut. Der Befreier ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Gräuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Ja, aber warte, jetzt kannst du noch einen Vers dazu lesen. Jetzt kannst du noch Römer 15, 3 lesen. Das ist auch noch mal der klassische Vers dazu. Für Psalm Römer 22, 9, 15, 7. Vers 3. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähung derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Da seht ihr es, meine Lieben. Aber warte, jetzt, warte, warte, warte. Wenn du das liest, jetzt lesen wir nochmal Psalm 69, 10. Dann siehst Ja, du müssen wir wieder Alte Testament springen, das. wo es Muslime, davon ist. Muslime, alles hat sich erfüllt. Hört auf zu lügen. Guckt euch nicht so 69, viel, 10. ja, guckt euch nicht so viel Speaker Denn Corner der da an. Eifer, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Seht ihr das, meine Lieben? Amen. So. Amen. Wie das Muslime, das kommt davon, wenn man das Herz verhärtet, wenn man sich verblenden lässt und wenn man denn die Wahrheit ankämpft, ihr könnt die Wahrheit nicht bekämpfen. Könnt ihr nicht. Ihr könnt die Wahrheit nicht bekämpfen. Ihr könnt das Wort Gottes nicht bekämpfen. Aber Gott lässt es zu. Er erlaubt es, dass wir das Wort Gottes bekämpfen können.
Aber es wird auch abgerechnet werden, ne? Weil ihr auch, es ist erlaubt. Der Herr erlaubt das, dass ihr die Menschen verführen könnt, ne? Das ist euer freier Wille. Aber Muslime, ihr werdet dafür eine große Abrechnung bezahlen müssen. Auch du, Hamdi, der hier auf Großkotz macht, der nur die Leute beleidigt. Tut mir leid, dass ich das sage, du bist eigentlich nur ein armes, verführtes Würstchen, das hier die ganze Zeit nur Lügen verbreitet. Die Bibel wäre ein PORN-Buch, ein FIX-Buch. Gott hat eine Punkt-Punkt-Punkt-Vagina und der Herr Jesus hat ja mit Satan Schakalaka gemacht und so. Was meinst du, was der Herr Jesus mit dir machen wird, haben die Islamverstand? Was meint ihr, was der mit euch machen wird, dieser lebendige Gott? Denkt ihr wirklich, ihr kriegt da 72 Huris mit dicken Busen, Melonen und so, wo ihr dran? Egal. Auf jeden Fall, Muslime, sage ich euch, kehrt lieber um. Tut Buße, macht euch darüber Gedanken, weil ihr müsst Rechenschaft ablegen. Weil irgendwann wird abgerechnet werden. Und dann werden wir mal sehen, ne, was der Gott der Bibel mit euch machen wird, wie ihr das immer so verdreht. Nur Genau. sage ich auch immer an die Christen, Leute, macht keine Debatten, wenn ihr keine Ahnung habt. Muslime sagen immer, ich sage ja auch immer, Muslime behaupten immer, die Bibel ist verfälscht. Schwan Muslime. Ihr lacht darüber, obwohl ihr keine Argumente habt. Hey, Pablos, das ist doch so peinlich. Die Muslime sagen, die Bibel ist verfälscht. Geh mal zu einem 10-jährigen Muslim und frag ihn mal, ist die Bibel verfälscht? Er sagt, ist verfälscht. Das wird so Generation und Generation so weitergeprägt. Wird sein Obwohl die Gebot so Muslime null vererbt. Ahnung haben. Null Ahnung haben, null Wissen haben. Und wenn diese armen Deutschen, der Thomas oder der Nico, der nimmt dann den Islam an, um auch dazu zu gehören, damit er nicht mehr sein Taschengeld geben muss. Und dieser Arme hier, Kalim TV, wie der heißt, der hat auch null Ahnung. Du hast null Ahnung. Du bist ein Moin. Unwissender. Du machst auch Bibelprofessor. Du bist ein Unwissender. Du hast null Ahnung. Null Ahnung und machst auf schlauer Typ, ob du ein Rabbiner wärst, der in Israel studiert hat. Du machst voll auf so heftiger Typ, ob du der brutalste Typ wärst. Ob du kannst dich mal Althebräisch, du kannst dich mal Arabisch, stellst dich dahin, machst mit irgendwelchen unwissenden Debatten, tust dann so auf einen schlauen Typen und dann lügst du noch. Also, du bist der Heftigste. Nochmal ein Applaus für dich, nochmal ein Applaus für dich, für so einen Lügenkobold wie dich. Lügenkobold, heftiger Typ bist du. Eins Der vor eins. Koran ist sogar verfälscht, Bruder Danny. Der hat nur Widersprüche und nicht nur das. Der originale Koran gibt es gar nicht. Der wurde verbrannt, Sahih al-Bukhari 4987. Der wurde verbrannt, den gibt es nicht. Der dritte Kalif, Uthman ibn Affan, hat das alles verbrennen lassen, weil die Leute zu den Anführer gegangen sind, zu den dritten Kalifen und fragten und sagten: Ja, Kalif, du musst was tun, weil die haben alle verschiedene Korans, die haben alle falsch rezitiert. Du musst was tun. Der hat alle Manuskripte des Korans einsammeln lassen und verbrennen lassen. Das ist heftig. Wo ist euer originaler Koran? Geschichte, der ist nicht mal vorhanden, meine Lieben. Der ist nicht vorhanden. Aber die Bibel immer wunderschön, treu, na, keine Einstimmigkeiten. Aber ihr rühmt euch doch von den originalen Koran, perfekt rezitiert. Nein, nicht mal die ersten konnten es gut rezitieren. Die sind weg. Wo sind die? Er lacht darüber. Ja, Warte, Gottes er lacht. Segen. Guck mal, Nein, warte. jetzt sage ich dir eins, die Bibel hat mehr Updates als Fortnite. Ja, Der Koran hat mehr Updates der Koran hat mehr bekommen. Updates als Fortnite. Der Koran Okay, hat mehr nenn mir Updates ein als die Update. PlayStation 1, Nenn 2, mir. 3, 4 und 5 zusammen. Und mit der Xbox. Die Welche machen sogar Updates? Hey, zeig mal welche 666 bald mit Updates. Koran. Ja, Zeig okay, mal. Dings, nenn mir ein Update. Ja, Ja, nenn mir ein Sahih Update. al-Bukhari 49, warte, Bruder, der Sahih al-Bukhari 4987, Ja, wo du der musst es dritte Kalif einsetzen. eure Koran zerbrannt lassen hat und dann seinen eigenen Koran gebracht hat. Ihr habt gar nicht den Warte, originalen schau Koran. kurz Bitte noch, schön warte, ich stehe antworten. noch. Warte, warte. Antworten. Ja, Okay, siehst du? warte. Ich habe Koran den hat ein jetzt Update den gehabt. Koran in der Hand. Ich habe den Koran in der Hand. Sorry, schau nach. El-Bukhari meintest du, gell? Sahih al-Bukhari 4987. Kannst du direkt sofort googeln und sofort finden, die Geschichte, was mit dem Koran passiert ist nach Mohammeds Tod, ne? Wo die Okay, alle was falsch ist passiert? rezitiert Erzähl haben. nochmal. Also Sahih jemand. al-Bukhari 4987. Okay, jetzt nenne ich dein ein Update bei Nein, nein, deinem. nein, nein, mein Bester, du Nein, musst hier warte drauf mal, eingehen. Du was hast los gerade mit dem gesagt, Doktor? es gibt kein Update. Ich habe dir das Update Okay, gegeben. warte, nenn mir. Warte mal, Warte, Pablo, warte. Pablo, warte mal, kommst du aus der Takia-Schule? Sei mal leise, ey.
Hallo, nicht Nicht beleidigen, beleidigen. nicht Hallo, haben dir ersetzen das deine dich. Eltern beigebracht? Kommst du aus der Takir-Schule gerade? Opa, warte kurz. So, der kommt aus der Kirchschule, frisch, Ja, gerade der kommt aus rausgekommen, der Ausbildung Beleidigung fertig. und Said Takir-Schule. El-Bukhari, wartet, Jungs, ihr kleinen Männer. Sei Bukhari 4987. Tamam, Abi. Warte. So, warte. Aha, hier steht's. Aha. Seid El-Bukhar. Amir, kannst du mir das Bild schicken von dieser Powerziege? Amir, wenn du das siehst oder wenn du das hörst, ich glaube, du bist gerade hier drin, könntest du mir bei Facebook dieses Bild schicken mit dieser Powerziege? Weil ich würde das gerne einmal hier einblenden. Okay, wenn du das Buch hast, ne? Statt die Internetseite musst du Sahih Bukhari Buch, also Buch 66, Hadith 9 aufschlagen. Guck, ob ich das selber Okay, checke. aber jetzt nenn mir einen anderen Grund. Du hast nur einen Grund genannt. Hallo, kannst du Ja, mir darauf hallo. antworten? Du musst erstmal drauf eingehen, mein Was Bester. ist das denn hier? Was sind wir hier? Takir Lügenschule oder was ist das denn hier? Wahnsinn, wie der wechseln Okay, will. was für Wissen. Ja, was Okay, sagst du dazu, dass dein Koran verbrannt worden ist und verfälscht das worden ist ist? ihm Was sagst du scheißegal, das dazu? ist ihm Er wurde nicht scheißegal, mal bloß. verfälscht. Der will einfach nur die Bibel. Das Okay. Er wurde nicht verfälscht. Was für verbrannt? Lüge, Lüge. Von was redest du? Schau, du musst dir Lüge. denken, die Israel Bibel Bukhari wurde 4987, du tausendmal, Lügner. die Bibel, hör dir mir doch zu, du Eiri, dieser Pavlos. Hör mir doch zu. Hör doch auf zu So. beleidigen, der Herr segnet dich für deine Okay, Beleidigung. Du Tamam, machst immer ist Werbung für Islam. respektvoll. Der beleidigt nur, der kann das nicht Nein, anders. nein, Das ist nein, ich rede jetzt respektvoll, ihr Kleinkinder. So. Ja, wo ist Guck der mal, siehst Respekt? du jetzt die Nein, nein, kleinen nein. Kinder, siehst du? Adnan, hör mal jetzt zu, ja? Zwei Okay, Optionen Tamam. jetzt. Du redest mit Respekt und antwortest auf die Quellen oder du gehst jetzt raus. Weil dann Okay, sehen Tamam, Abi. 200 Leute, dass Tamam. du ein Jahil bist. Okay, du Traktorfahrer, ich antworte mit Respekt. So. Jetzt gehen wir, jetzt lass du mich ausreden, okay, Pavlos? Oder wie soll ich dich nennen? So wie du Kannst mich du ruhig kennst. Pavlos nennen. Lenkst du vom Thema ab, unterbreche ich dich. Okay, Pavlos, Habib Elbi, ich küsse dein Herz. Hör So. auf damit, du mach jetzt ernst. Der küsst gar nicht dein Herz, das ist nur so ein Tamam, Kleiner. Abi. Okay, warte. 100 Zuschauer Auf warten. jeden Fall. Merkst du selber, ne? Nein, nein, ich schau grad, was Merkst du Nadel selber, ne, redet. dass der Islam eine Katastrophe ist? Merkst du, ne? Islam, meintest du der Islam? Was redest du? Dein Koran ist eine Katastrophe, Okay, merkst du, ne? nein, nein, jetzt reden wir mal ehrlich. Schaut, ihr sagt doch, dass Jesus 100% Ja, Mensch war. mein Bester, Warte nein, mal nein, ganz nein, nein. kurz. Ablenkung. Warum wechselst du jetzt das Thema? Was für Jetzt 14? warte mal, vom Fußball auf Football von Eishockey Ist auf auf Mathematik Basketball? irgendwann hingegangen. Was Was ist für, denn hier meinte passiert? doch, Was ist ich denn soll los? Jetzt jetzt, reden wir mal. nein, nein, ihr meinte doch, ich soll jetzt was über die Bibel sagen, oder Nein, du was? sollst jetzt über Sahih Bukhari eingehen. Was sagst du dazu, dass dein Koran verbrannt worden ist und den gar nicht mehr gibt? Nach Mohammeds Tod direkt verschiedene Rezitationen gab, weil keiner den Koran auswendig konnte. Was ist passiert? Was Was ist passiert? Ihr passiert seid jetzt? doch stolz. Meine Okay. Muslime, die können alle den Koran auswendig. Ja, was passiert nach Ja, ich Mohammeds Tod? kann, Konnten die normal, den Bruder, nicht? weißt Ja, was passiert? Antwort auf Sahih Bukhari. Das sind deine Quellen. Warte kurz, Abi. Krass, ne? Dass deine Quellen dich selbst Nein, zerstören. aber Bruder, ich habe das noch nie gehört. Übertreibst richtig, ja. Ich hab da, okay, soll ich vorlesen? Ich lese vor, meine Okay, Lieben. du Ich liest lese vor, vor. Tamam, du. Hört jetzt alle zu. Sahih al-Bukhari 4987. Schreibt das alle in den Chat rein, meine Lieben, dass jeder screenshotten kann. Bitte. So, jetzt lese ich vor. Das ist jetzt ein Untergang, ne? Und dann können wir noch mal sehen, was ein Frieden noch der Islam ist. In Sahih Bukhari 4987. Ich lese. Anas bin Malik erzählte, Hudhaifa bin al-Yaman kam nach Uthman zu der Zeit, als die Menschen von Scham und die Menschen im Irak Krieg führten, um Armenier und Aserbaidschan zu erobern. Kurzer Stopp. Hier sehen wir den Frieden, ne, von Islam. Aserbaidschan wurde einfach erobert und nicht mit Frieden gebracht. Hudhaifa fürchtete sich vor den Differenzen zwischen ihnen, den Menschen von Scham und den Irak, in der Rezitation des Korans. Deshalb sagte er zu Uthman, Ey, O Dings, Anführer, kann ich hör dich kurz zu, was fragen? hör Okay. zu, hör Ja, zu. okay, rap Oder bin ich weiter. dumm, wenn er redet?
O Anführer der Gläubigen, rette diese Nationen, bevor sie sich über das Buch Koran uneinig sind, wie es Juden und Christen zuvor taten. Also sandten Othman eine Nachricht an Hafsa mit den Worten: Sende sie uns die Manuskripte des Korans, damit wir den Koranmaterialien, den perfekten Kopien zusammenstellen und die Manuskripte an sie zurücksenden können. Hafsa schickte es Othman. Othman befahl dann Said bin Taibit, Abdullah bin Azubay, also Said bin Al-As und Abdurrahman bin Harith bin Hisham, die Manuskripte in perfekten Kopien neu zu schreiben. Othman sagte zu den drei Quraishi-Männern: Falls Sie mit den Zeit bin Tabit in irgendeinem Punkt im Koran nicht einverstanden sind, dann schreibe Sie es mit Quraisch-Dialekt. Der Koran wurde in der Sprache offenbart. Sie taten dies und nachdem sie viele Kopien geschrieben hatten, gab Uthman die originalen Manuskripte an Hafsa zurück. Hör genau zu. Uthman sandte in jede muslimische Provinz eine Kopie dessen, was sie kopiert haben, und ordnete an, dass alle anderen Koranmaterialien, ob im fragmentrischen Manuskripte oder in ganzen Kopien geschrieben, verbrannt werden. Der dritte Kalif, Uthman ibn Affan, hat die Manuskripte einsammeln lassen, hat sich einen eigenen Koran gebastelt und hat den Rest verbrennen lassen. Von den ganzen. Gebasten? Steht das da drin? Hör doch zu, da steht doch drin, Sahih Bukhari Ja, 487. erzähl weiter. Und dann alle verbrennen lassen, weg. Dr. John hat es bestätigt. Wir sehen es ganz klar. Das Dr. ist eine Jen? Katastrophe, Dr. John, der hat es bestätigt. Ganz klar, Katastrophe. Katastrophe. Dr. John, bitte bestätige es Okay. nochmal. Das ist Okay, nicht normal. Dr. Jackson. Jetzt warte Dr. jetzt John, bitte. Dr. John, das sind deine islamischen Quellen, ja? Dr. John. Dr. Jock ist ein Prophet. Dr. Hey, was laberst du? Was für Jock denn? Was für Laus laberst du? Ja, Jockson Jackson. John ist eine Legende geworden. Da siehst du doch, dass dein Koran eine Katastrophe ist. Wer Es ist wurde Dr. Jackson? verbrannt. Wer ist dieser Mike Tyson? Sag mir doch. Wer Hey. ist dieser Dr. John? Sag mir doch. Was ist passiert? Liebesfall, dieser hat Dr. John immer gerne bestätigt, Uniklinikum. Ja, wer ist das? Ey, Ja, das sind Wallah, doch was für ein Laber. deine Quellen. Tut googeln, er googelt und sagt, das ist der Koran. Ey, du bist so ein Nein, Host. das war jetzt Sahih Bukhari 4987, mein Lieber. Das habe ich Und das vorgelesen und da steht auch wurde der in Said Koran el-Bukhari vernichtet. mit John. Vernichtet, mein Lieber, vernichtet. Was für Nimm den Herrn vernichtet? Jesus an, Es kehre ist. um, nimm den Herrn an, dein Koran ist Allah nicht ist der stabil, wie du Einzige. denkst. Allah ist der Einzige. Dein Nein, Koran ist Allah nicht ist so nicht stabil, Gott. wir haben dieses Bad, der ist nicht so stabil. Deswegen, du merkst es. Ja, Gottes Segen, Kawas. Moin, ich bin Noah. Und zwar wollte ich einige Sachen sagen. Ich bitte Sie, also mich jetzt nicht zu stummen. Aber dazu komme ich später erst. In den Kommentaren lese ich, dass viele den Islam jetzt kritisieren und so. Ich bitte ein bisschen, also ihr müsst keinen Respekt zeigen, aber ich bitte drum, dass ihr das jetzt nicht eskalieren lässt und nicht den Islam als terroristische Gemeinschaft anzusehen oder so. Weil viele, ich sehe gerade, manche Erzähl schreiben doch keinen aus. Quatsch. Erzähl doch, wir reden gerade über die Koranmanuskripte, dass der Koran gar nicht existiert, der Originale, nur die Kopie hat und der ist eine Verfälschung. Und du kommst jetzt an mit Terrorismus. Okay, dann dürft, okay, alles gut, dann sage ich was. Dürfte ich dann jetzt sagen, was ich sagen wollte? Ja, bleib doch beim Thema. Okay, ja, Jesus, allgemein Jesus jetzt. Dürfte ich dazu was Nein, sagen? nein, bitte bleib beim Koran jetzt. Mit der Verfälschung, dass der Koran, weil sonst kannst du gleich erst rein. Ich muss erst diesen Thema abhaken, nicht ablenken. Das ist schon Verfälschung. wichtig. Ja, Da okay. musst du dich stumm, da musst du dich kurz stumm, wenn du ein anderes Thema ansprechen willst. Ja, Weil da okay, musst du dann erst stelle mit ich mich Adnan jetzt. fertig werden. Das ist sehr wichtig. Adnan, was sagst du jetzt dazu? Ich habe deine Hadith zitiert. Der ist Sahih, ne? Sahih Bukhari, bitteschön. Ja, was soll ich dazu sagen? Also du meintest ja, alles wurde ja verbrannt und es wurde ja neu irgendwie gebaut oder so meintest du. Ist doch richtig. Ist doch richtig. Okay. Bruder Danny macht mich groß. Ich muss jetzt noch eine historische Quelle noch zeigen, dass wir sehen, welchen Koran haben die ganzen Menschen denn. Bitteschön,
Hör genau zu und mach Screenshots. Warte. Warte, das ist, ich muss immer zweimal, glaube ich, drücken, dann geht das. Der Koran kann überhaupt nichts verfälscht werden. Warte, du musst erstmal warten. Gleich bist du auch dran. Ja, okay. Keine Sorge, für dich habe ich auch sehr viel Terrorismus. So, dann nehme ich jetzt den. So, was steht denn da? Adnan, lies mal vor, bitte. So, Bruder, der älteste Koran der Welt. Warte, ich lies erst in mein Ding und dann lies ich. Nein, lies laut, lies laut. Oder ich kann nicht so gut lesen. Dann lese ich. Okay, der älteste. Nein, dann lese ich. Komm. So, der älteste Koran der Welt. Na? Im Hazrat Imam Komplex in der usbekischen Hauptstadt Taschkan wird der älteste Koran der Welt aufbewahrt. Die einzige noch erhaltene von ursprünglichen 6 originalen treuen Kopien des ersten vollständigen Koran-Manuskripte stammt aus dem 7. Jahrhundert und soll den 3. Kalifen und Auftraggeber Uthman ibn Affan gehört haben. Da seht es, da seht ihr es. Ja. Mal Screenshot. Es labert, ja. Ey, aber jetzt eine Frage, weil du. Ja, was siehst du da? Was siehst du da? Das ist doch eine Quelle noch dazu. Aber ja, okay, das ist die muslimische Quelle. Nein, warte kurz. Es ist eine Quelle in deinen Augen, aber du tust es aus Google raussuchen. Ich kann gut. Bist du irgendwie in deine eigene Welt? Ich habe noch das Sahih Bukhari noch zitiert, was einstimmig ist. Das ist deine islamische Quelle. Aber statt den Koran in die Hand zu nehmen oder die Bibel, dass du nachschaust, nein, mal, bist du in einer, jetzt, Adnan, komm, hör auf jetzt damit. Nein, ich habe deine Quellen gezählt. Ich übertreibe jetzt. Du googeln tust. Du heuchst. Ey, Othman, ich habe dein Sahih Bukhari auch noch davor zitiert. Das war einstimmig. Einstimmig. Erzähl kein Quatsch. Okay, jetzt bin ich dran. Jetzt stelle ich dir eine Frage. Nein, du musst jetzt drauf eingehen. Du hast gesagt, der Koran ist nicht perfekt. Du hast gesagt, der originale Koran gibt es. Hier, gibt es? Gibt es? Er wurde verfälscht. Kopie des Originals. Wenn du einen Fehler im Koran nennst, ich konvertiere. Einen Fehler? Dann wirst du, wenn ich dir einen Widerspruch im Koran gebe, verlässt du den Islam? Tamam, okay, aber du musst mir alle Beweise. Challenge angenommen. Challenge angenommen. Bruder Danny macht dich selbst groß. Er sagt Challenge. Nee, lass mich groß, Bruder Danny, lass mich groß. Ich zeig dir jetzt was. Challenge angenommen, bitte schön. Du findest nicht mal einen. Nein, mein Bester. Du hast jetzt eine Challenge akzeptiert. Aber nicht bei Google, gell? Nein. Ich im Koran. Ich habe mir Notizen selber gemacht. Bitte schön. Ich zeig deinen Koran zu Beweis. Nicht, dass du aus Google kommst. Bitte schön. Ich zeig dir jetzt den Koran. Bitte schön. Nicht Koran. Ja, Koran. So, bitteschön. Ey, Adnan, wie lange braucht Allah, um das Universum zu erschaffen? Das habe ich selber, ist mein Notizzettel. 6 Tage. Okay, aber in Surah 41, Vers 9, 12 steht 8 Tage. Was passiert? Widerspricht sich Allah? Was hat Allah zu erschaffen? Was passiert? Warte, mach nochmal von neu, du bist zu schnell. Ja, Surah 7, Vers 57, 6 Tage. Surah 49, Vers 9, 12, 8 Tage. Was passiert? Allah widerspricht sich. Kann Allah nicht unterscheiden? Ist Allah nicht so ein bisschen, was passiert? Dürfte ich dazu etwas sagen? Ja? Ja, bitte. Antworten. Auf jeden Fall, das stimmt, dass Allah 6 Tage dafür brauchte. Und sie haben das falsch notiert. Ich kenne also seit meiner... Also meine ganze Familie kennt eigentlich den Koran in- und auswendig. Ich teilweise auch. Und in diesem Vers steht was ganz anderes drin. Das Schwur. Okay, lies vor. Lies vor. Lass doch nein, du öffnest jetzt bitte Sura 41, Vers 9, 12. Bitte schön. Ich brauch nicht, ich kann es auswendig. Okay, dann mach. Okay. Kul hazin al abud ala Allah wa lasin ala abud. Guck. Du, also sie, gar nicht alles, ne? Sie haben es falsch verstanden. Okay, was steht denn da? Was hast du erzählt? Sag mal auf Deutsch. Komm, sag mal auf Deutsch. Soll ich sagen, was ich gesagt habe? Er befehlt an einen Gleichen, und das steht im Alten Testament, sagt Gott, ihr sollt keinen Gleichen anbeten, ihr betet einem... Hast du die Kamelurin in deinen Mund genommen? Was ist passiert? Was stimmt mit dir nicht? Ich komme hier an mit Suche 41, Vers 9, 12, du kommst hier mit was ganz anderes. Was ist denn da los? Du kannst den Koran auswendig, du hast ja genauso verkackt. Und man hätte deine Manuskripte mitverbrennen lassen.
verbessern. Und man hätte dich höchstpersönlich sogar verbrennen lassen, wenn er es noch könnte. Was erzählt du da? Du bist ein bisschen, weißt du, so Fame Girl. Du Lügner! Suche 41 Vers 9, 12, ich kann's auswendig. Du sollst kein Gott beigesehen. Es geht darum, wie lange hat Allah ja, das Universum erschaffen. Du sollst kein Gott beigesehen. Weiß es doch selber. Aber es steht da nur 6 Tage. Nein, geh raus, komm. Weniger Pipi trinken. Ja, okay, ich habe andere Fragen. Nein. Du bist jetzt stumm. Adnan, antworten auf Suche 41 Vers 12, 9, 12. Bitte Koran jetzt rausholen und vorlesen. Wenn ihr das okay, nicht tut, lese ich morgen, dann lasse ich eure Finsternis aufdecken. Ich mache es. Nenn mir die Sure und ich mache es. Sure 41, Vers 9 bis 12. Bitte vorlesen. Sure 41, warte kurz, Tom. Genau, bitte. Warte, Sure 41, warte kurz. Sure 41. Fusilat, okay. Ist es die Sura, ja, Sura 41. 41, 9 bis 12. Okay, Tamam, warte. Lies bitte. Ah, hier, yeah, okay. Also die ganze Sura, oder? Also hier. Der Sura 41. Vers 9 bis 12. 9 und 12. 9. Sprich, leugnet ihr den wirklich, der die Erde in 2 Tagen schuf, und dichtet ihr ihm neben Puler an, er nur ist der Herr der Welten. War das, oder? Ist das das? Ja, dies weiter, 2 Tage und dies weiter. Du musst weiterlesen. Warte kurz. Und der das ist schon richtig. Du bist das richtige Stück. Ja, warte, ich lese doch. Warte kurz. Ja. Und er gründete in ihr feste Berge, die sie überragen und segnete sie und ordnete auf ihr ihre Nahrung in richtigem Verhältnis in 4 Tagen, gleichmäßig für die Suchenden. Wir haben jetzt 2 Tage, 4 Tage. Jetzt lies weiter. Also das waren... Weiter, lies weiter. Ganz Universum ist es allgemein. 10 waren 4 Tage. Ja, genau. Jetzt weiterlesen. Wir reden ja vom Universum. Himmel, welcher noch Nebel war, und sprach zu ihm und zu der Erde: Kommt ihr beide willig oder widerwillig? Sie sprachen: Wir kommen willig. Das war. Weiter. Okay, und jetzt kommt der letzte Vers. Vers 12. Genau. So. Please. Warte kurz. So vollendete er sie als 7 Himmel in 2 Tagen, und jedem Himmel wies er seine Aufgabe zu, und wir schmückten den untersten Himmel mit Leuchten, welche auch zum Schutz dienen. Das ist die Schöpfung des Erhabenen, des Allwissenden. Und wenn du jetzt alle Verse aus Vers 9 waren es 2 Tage, Vers 10 waren es 4 Tage und Vers 12 waren es 6 Tage, wie Allah in 6 Tage auch erschaffen. Was? Kannst du keine Mathematik? Nein. 2 Tage, 4 Tage, 2 Tage. Nein, 8 Tage. Nein, meine Lieben, was ist 2 plus 4 plus 2? Schreib mal alle rein. Was ist 2 plus 4 plus 2? Was ist denn hier los? Pavles, gebraucht hat, nicht insgesamt. Also Vers 9, warte kurz, Vers 9. Darf ich mal ganz kurz fragen, wie alt seid ihr denn beide? In Vers 9 steht, in 2 Tagen erschuf, dann... Warte ganz kurz, ich habe eine kurze Frage, wie alt seid ihr eigentlich beide? Ich bin 16. Ja, raus. Tut mir leid, 18. Wie alt bist du? Ich muss die raustun. Ich tu die raus, Bruder. Wir reden hier mit Minderjährigen. Ja, das kann hier nicht sein, ja, genau. Aber da haben wir es gelesen. 2 Tage, 4 Tage, 2 Tage. Das sind 8. 8 Tage. Ihr habt selbst gesehen, meine Lieben. Sura 41, Vers 9 bis 12. Da seht ihr es. Ihr könnt das selber noch, ich wollte mal ganz kurz eine Prophezeiung nochmal lesen. Und ja, zwar, das muss bestätigt, auch, meine Lieben. Ich wollte ganz kurz noch eine Prophezeiung lesen. Warte ganz kurz. Ah.
Angst, mit mir zu reden. Es wird über mich geredet, keine Plattform. Mit mir, denn es ist keine Ahnung, was du meinst, Man of God. Bitte keine Man of Plattform God. Geben. Seine Sekte habe ich schon längst aufgedeckt. Der sagt ja, man soll Menschen verfluchen. Also tschüss mit dem. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Man of God. Das ist nicht gut. Bitte, Liebe. Ich wollte einmal was vorlesen. Bruder Pablos, kannst du dich ganz kurz entschuldigen? Ich bin da. Okay. Ich wollte mit dir zusammen einmal lesen, ne? Jesaja 35, 4, 6. Ich lese das jetzt einmal. Und ja, dann kannst du einmal Matthäus 11, Vers 2, 5 lesen, okay? Und pass auf, was. Matthäus, was nochmal? Matthäus 11, 2. Okay. Okay, pass auf. Und hier wird das ja auch prophezeit, der Messias wird Blinde, Taube und Lahme heilen. Und hier sehen wir in Jesaja 35, 4, 6, er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen Lob singen. So, Jesaja 35, 4, 6. Jetzt les mal Matthäus 11, 2, 5. 11, 2, 5, okay. Leute, bitte. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Amen. Da seht ihr es vor eure Augen. Genau, das hat sich erfüllt. Wir können ja auch noch mal lesen, Jesaja 61, Vers 1. Und da steht ja geschrieben, der Geist des Herrn, der Herrscherin ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Freilassung den Gebundenen, um zu verkündigen des Herrn an, also des Herrn des Jahres. Und es steht geschrieben, Lukas 4, 17. Also Jesaja 61, Vers 1. Der Geist des Herrn, des Herrschern ist auf mir. Und in Lukas 4, 17, kannst du das einmal lesen, Pablos? Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, um den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, zerschlagen in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Ja, genau, und das hat sich doch erfüllt. Jesaja 35,6 hat sich erfüllt, Jesaja 61,6 hat sich erfüllt. Wir haben ja Jesaja 53,4 mir gelesen. Jesaja 53,4, für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Matthäus 8,16,17. Muslime, wir haben hier ein ganz großes Problem. Es gibt nur einen einzigen Gott, einen einzigen Weg. Was ist denn der Weg? Es gibt nicht, genau. Es gibt. Genau. Ja, genau. Und deswegen, der Herr Jesus Christus hat es selbst gesagt. Er sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So, möchtest du einmal was sagen? Ja, ja, schönen guten Tag erstmal. Ich habe erstmal gewartet, bis ihr ausredet, weil ich wollte ein bisschen warten und so auf respektvoll. Ja, genau. Ich wollte tatsächlich über das eine Scheinargument reden. Mit der Entstehung des Universums, da sich viele Menschen heutzutage nicht mehr sicher sind. Ich wollte nur mal fragen, also ich habe jetzt Sura 41, Vers 9 bis 12. Ich wollte jetzt nochmal fragen, wie ist die andere Sura, die Pavlos da gezeigt hat? Mit Sura der 7, 54. Sura 7, 54? Ja, genau. Okay, dann gib mir das mal kurz. Okay. So,
Ich lese erstmal Sure 7, Vers 54 und darauf komme ich auf das andere auf, okay? Also, gewiss, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Er lässt die Nacht den Tag überdecken, wobei sie ihn eilig einzuholen sucht. Und er schuf auch die Sonne, den Mond und die Sterne durch seinen Befehl dienstbar gemacht. Sicherlich, sein ist die Schöpfung und der Befehl. Segenreich ist Allah, der Herr der Weltenbewohner. Also hier steht, dass der Himmel und die Erde in 6 Tagen. Wir reden über etwas, was wir sehen können. Zum Beispiel, wir können den Himmel sehen. Wir können die Erde sehen. Jetzt gehe ich auf den anderen Vers über. Ab 9, genau. Wollt ihr denn wirklich denjenigen verleugnen, der die Erde in 2 Tagen erschaffen hat und ihm andere als seinesgleichen zur Seite stellen? Das ist der Herr der Weltenbewohner. Er hat in ihr fest begründete Berge gemacht, die über ihr heraufragen, und hat sie gesegnet und in ihr die Nahrung im rechten Maß in 4 Tagen festgelegt. Das heißt, wir haben schon mal 2 und 4 Tage. Gleichmäßig für diejenigen, die danach fragen. Und jetzt kommt 11. Hierauf wandte er sich dem Himmel zu, während er noch aus Rauch bestand, und sagte dann zu ihm und zur Erde: Kommt beide her, freiwillig oder widerwillig. Sie sagten: Wir kommen in Gehorsam. So führte er sie als 7 Himmel in 2 Tagen aus. Jetzt kommen wir zum 8. Tag, zu den 8 Tagen insgesamt, und gab jeden Himmel seine Aufgabe ein. Und wir haben den untersten Himmel mit Lampen geschmückt und auch als Schutz. Das ist die Anordnung des Allmächtigen und Allwissenden. Erstmal? Ja, siehst du ja. Okay, also darauf wollte ich eingehen, weil ich glaube, hier wird das ein bisschen falsch verstanden. Was man verstehen muss, ist, wir als Muslime, wir glauben daran, dass wir als Paradies, wir haben im Paradies und in der Hölle haben wir mehrere Schichten. Sprich, es gibt Anordnung, es gibt sozusagen eine Rangliste von Paradies 1, Himmel 1, Himmel 2 bis 7, und das gibt es aber auch in der Hölle. Sprich, die sagen, es gibt die Hölle der Stufe 1, die ist nicht so schlimm wie die anderen jetzt zum Beispiel, aber die anderen sind noch viel schlimmer. Also wir haben eine Anordnung von Paradies und Himmel. Eine Art Rangliste. Was mir aufgefallen ist bei diesen Versen, ist, dass erstmal auch hier zum Beispiel in Sura 41, Vers 11, sagt Gott zum Himmel und zur Erde: Kommt beide her, freiwillig oder widerwillig. Sie sagten: Wir kommen in Gehorsam. Sprich, ich glaube, hiermit war gemeint, beziehungsweise ich sage, hiermit war gemeint, dass der Himmel, damit ist der Himmel, den wir sehen, gemeint. Der Himmel, welcher sichtbar ist. Sprich, weil wir haben wir hier nicht über einen 7-stöckigen Himmel geredet. Das kommt erst am Ende. Hier haben wir über einen normalen Himmel geredet, über den Himmel, den wir sehen können. Weil hier steht, er sagt zum Himmel und zur Erde: Kommt beide her, freiwillig oder widerwillig. Jetzt steht hier aber bei Sura 41, Vers 12, so führte er sie als 7 Himmel in 2 Tagen aus und gab jeden Himmel seine Aufgabe ein. Diese 7 Himmel, damit ist uns jetzt bewusst, damit ist das Paradies gemeint. Weil ich habe euch schon mal vorgesagt, diese Anordnung vom Paradies, dass wir 7 Himmel und 7 Höllen haben, das habe ich euch ja gerade eben erzählt. Diese 7 Himmel, damit ist das Paradies gemeint. Jetzt frage ich euch. In Vers 54 steht doch drin, dass er den Himmel doch gemacht hat. Damit meinte er den Himmel. Himmel meint er automatisch auch die 7 Himmel. Das sehen wir doch ganz klar. Und da kannst du jetzt nicht sagen, nein, weil in Sura 41, Vers 11 müsste das sein, steht doch drin, dass er den Himmel auf 7 Himmel da machte. Und da hat er auch 2 Tage gebraucht. Also kannst du durch deine Theologie irgendwas reinbringen, weil ich kenne deinen ganzen Koran. Denn in Sura 2, Vers 29 steht wiederum geschrieben, es ist der, für euch alles, was auf Erde ist, erschuf und sich hierauf dem Himmel zuwandte und ihn dann zu den 7 Himmel formte. Er weiß über alles Bescheid. Also ich kenne deinen ganzen Koran, komisch, ne? Dass der Himmel, dann 7 Himmel gemeint sind. In Sure 7, Vers 54 hat er gesagt, er ist die Erde, da hat die Erde und den Himmel erschaffen. Also erkennen wir uns. Das ist ein anderer Widerspruch, ich wollte auch gar nicht eingehen. Gemeint mit deinen 7 Himmel, nein, jetzt hörst du zu. Wenn ich höre dir zu, aber dann lass mich auch ausreden. Hör doch zu. Ich höre dir zu, aber lass mich danach ausreden. Ist doch ganz einfach. Nein, dann hör mir zu. Okay. Sure 7, Vers 54 steht ganz klar: Erde und Himmel hat er in 6 Tagen gemacht. In Sure 41, Vers 9, 12 steht drin, dass er erst die Erde machte, dann die Berge alles noch formte. Da hat er 6 Tage gebraucht. Und erst ab dem Himmel hat er nochmal 2 Tage gebraucht. Also sehen wir doch 8 Tage. Es ist ein Widerspruch. 8 Tage. Darf ich jetzt reden? Bist du fertig mit deinem Satz? Okay, er hat sich gestoppt, Alhamdulillah.
So, jetzt wollte ich darauf eingehen, weil ich wurde unterbrochen. Das ist respektlos. Also, was du gesagt hast, ist gerade falsch. Ganz einfach, das kann ich jetzt schon sagen, es ist falsch. Du Weil bist du hast falsch. gesagt, erstmal hat er, warte, erstmal ausreden bitte. Erstmal hat er gesagt, erstmal hat er die Erde geschaffen, danach hat er die Gebirge erschaffen und daraufhin wandte er sich zum Himmel. Du hast hier den einen Vers komplett ausgelassen. Sura 9, Sura 41, Vers 11 hast du komplett ausgelassen, wo er sagte, schon zum Himmel und zur Erde kommt beide her, freiwillig oder widerwillig. Das ist, zwei Verse davor hat er gesagt, die haben den, er hat die Erde erschaffen, daraufhin sagt er aber in Vers 11, danach sagte er zum Himmel und zur Erde kommt beide in Gehorsam. Nachdem die sagten, sie kommen in Gehorsamkeit, hat er einen Himmel in 2 Tagen erschaffen, der in 7 Ranglisten eingeteilt ist. Das steht hier drin. Also ich verstehe jetzt nicht, wo du mit deinem Punkt aufgehen willst. Weil ich war davor auch noch nicht, eigentlich nicht fertig. Ich wollte sagen, warum das kein Widerspruch ist. Weil diese 7 Himmel, wie ich schon gerade meinte, das ist das Paradies, wie ich das schon davor erwähnt habe. Und hier steht, so führte er sich als 7 Himmel in 2 Tagen aus. Komischerweise steht ein Vers davor, dass er schon zum Himmel und zur Erde meinte, kommt beide her freiwillig oder widerwillig, und sie meinten, sie willkommen in Gehorsam. Das heißt, der Himmel hat anscheinend etwas gesagt, bevor Gott es überhaupt erschaffen hat, laut meiner Theologie, was keinen Sinn ergibt. Heißt, wir reden hier darüber, hier gibt es 2 verschiedene Himmel. Wir haben einmal den Himmel, den wir sehen können, und wir haben den Himmel in Sura 41, Vers 12, der nicht sehbar ist, der in 7 Teilen, in 7 Himmel in 2 Tagen ausgeteilt wurde. Jetzt frage ich dich, diese 7 Himmel, das Paradies, das ist sozusagen das Paradies, das ist nicht der Himmel, den wir sehen, das ist das Paradies. Ich frage dich, sind diese 7 Himmel, laut deinem christlichen Verständnis, ist das Paradies innerhalb Raum und Zeit oder außerhalb Raum und Zeit? Jetzt antworte ich. Du hast meine Okay. Frage verstanden. Hat Allah damit den Himmel angefangen und dann 2 Tage gebraucht? Ja oder nein? Das Wie ist meine meinst du Frage. das? Wie meinst du das? Wie Jetzt müssen meinst du wir das? genauer fragen. Hat Allah dann beim Himmel angefangen und 2 Tage gebraucht? Er hat, meinst du jetzt die 7 Himmel? Nee, ich meine den Himmel. Was meinst du mit Himmel? Ich meine den Himmel. Ja, wenn du sagst Himmel, es gibt 2 Bedeutungen für Himmel. Himmel Ja, im Sinne von, ich gucke nach oben. lass doch einfach den Koran lesen. Lass doch Sura Okay. 41, Vers 11 lesen. Mal schauen, was Allah dazu sagt über den Himmel. Darauf wollte ich gerade eben auch eingehen, weil hier steht, soll Ja, ich lies doch vorlesen? bitte lesen. Okay. Bevor ich das jetzt vorlese, ich lese erstmal 9 und danach lese ich 10, danach lese ich 11. Sag, wollt ihr denn wirklich denjenigen verleugnen, der die Erde in 2 Tagen erschaffen hat und ihm andere als seinesgleichen zur Seite stellen? Das ist der Herr der Weltenbewohner. Er hat in ihr fest begründete Berge gemacht. Warte mal. Ich habe doch gesagt, liest doch einfach Vers 11. Der hat erst mit der Erde gemacht, hat 2 Tage, 4 Tage, also insgesamt 6 Tage gebraucht und erst ab den Himmel hatte. Dann hat er mit dem Himmel angefangen. Und da hat er 2 Tage gebraucht. Und daraus hat er auch 7 Okay. Himmel noch draus gemacht. Jetzt tut Also, mir leid, mein 41 Papa Vers ist 11 reingekommen. interessieren dich nicht. Lies es den Zuschauer vor. Okay. Ich habe mich nicht geschämt, mein Vater ist reingekommen. Ich habe mich deswegen gestummt. Warum soll ich mich schämen? Ich meine mit Vers 11 direkt lesen. Mach ich nicht, mach ich nicht. Ich lese direkt alles gut. So, 9, die Erde wurde erschaffen. Vers 10, er hat in ihr Berge gemacht. Jetzt frage ich dich, weil jetzt kommt eine Gegenfrage darauf, weil das ergibt dann für mich keinen Sinn. Hier steht in Vers Antworten. 11, Du hast meine Frage beantwortet. ich beantworte die Frage, aber daraufhin komme ich mit einer Gegenfrage. Warte. Hier steht, hierauf wandte er sich dem Himmel zu, während er noch aus Rauch bestand, und sagte dann zu ihm und zur Erde, kommt beide her, freiwillig oder widerwillig. Sie sagten, wir kommen in Gehorsam. Daraufhin hat er darüber geredet, dass er die 7 Himmel in 2 Tagen erschaffen hat. Jetzt frage ich mich, er hat Er mit dem Himmel geredet, bevor er ihn erschaffen hat, wie zwei geht Tage das? erschaffen, indem er die in 7 Himmel formte, richtig? So führte er sie als 7 Himmel in 2 Tagen Richtig? auf. Das heißt, er hat einen Himmel und diesen hat er in 7 verschiedenen Etagen eingeteilt. Er hat Genau. den Himmel in Aber 2 Tagen gemacht, richtig? ganz kurz, ich frage dich jetzt eine Antworte Sache, doch, weil so einfach die Frage, ich was antworte, geht aber du kannst dich einfach in mein Wort reden, weil das ist respektlos. Wir debattieren hier. hier? Du Du bist auf antwortest ein, meine du bist Frage ein, guck nicht. Du mal, antwortest ich meine antworte auf Frage deine nicht. Frage, aber Hat ich antworte, Allah guck in mal, 2 Tagen den Himmel gemacht? Paulus, bitte, guck mal, wenn wir jetzt hier wirklich ordentlich und normal und sachlich diskutieren wollen, dann lass mich ausreden und geh nicht in mein Wort rein, weil das ist absolut respektlos. Sag ganz los. Okay, ich bin wieder da, mein Vater ist wieder reingekommen. So. Er hat dem Himmel und die Erde in Sura 41, Vers 11 gesagt, kommt beide her, freiwillig oder widerwillig. In 12 hat er diesen Himmel erst richtig ausgebreitet, diese 7 Himmel. Aber wir sehen, der Himmel, das ist nicht der gleiche Himmel. Warum?
Wenn du jetzt in den Himmel guckst, hast du 7 Himmel oder hast du einen Himmel? Du hast einen Himmel. Wenn du über das Paradies redest, laut dem islamischen Verständnis. Wenn die. Das ist nicht der Himmel, den du meintest, weil es steht drin in Sure 7, Vers 54 steht dort drin, gewiss, euer Allah ist der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf. Er sagt mit Himmel automatisch auch die 7 Himmel. Weißt du warum? Da musst du den ganzen Koran lesen, Sure 2, Vers 29, weil da steht wiederum geschrieben, diese Ausrede kannst du nicht mehr kommen, weil Sure 2 gibt es ja, Vers 29. Er ist es, der für euch alles, was auf die Erde ist, erschuf und sich hierauf dem Himmel zuwandte und ihn dann zu 7 Himmel formte. Er weiß über alles Bescheid. Er nahm den Himmel und formt ihn sogar auch noch in 7 Tage. Das ist automatisch dieser Himmel auch gemeint. Also hast du dich selber ein Knockout gegeben. Bei Sure 229 ist da, wäre Sure 229 nicht da, okay, hättest du gewonnen. Aber Sure 229 ist vorhanden. Deswegen hat es dich rausgeschlagen mit deiner Argumentation. Also erstmal, Knockout war es nicht. Weil, wie gesagt, Bruder, bei mir ist gerade wirklich voll Haus. Ich bin gerade auch wirklich unter Stress, weil mein Vater kommt dreimal rein, mein kleiner Bruder kommt dreimal rein. Ich kriege ja wirklich Schaden. Aber ich versuche mich zu natürlich normal und sachlich zu diskutieren. So. Du hast gesagt, ich lese den Satz einmal auf Englisch vor, weil du hast 229 aufgesagt. He is the one who created everything in the earth for you. Then he turned towards the heaven, forming it into 7 heavens. And he has perfect knowledge of all things. Bruder, hat hier wirklich darüber geredet, ob es der Himmel ist, den wir sehen, oder ob es das Paradies ist. Jedoch sagen wir mit dem islamischen Verständnis, dass wir 7 Paradies Ebenen haben. Wir haben Ebenen. Die höchste Ebene bekommen nur die Menschen, die als Propheten sterben. Heißt, die ganzen Propheten sind im 7. Was ist Sure 229? Versteht denn da? Da steht, dass er lies mal Sure. Nein, lies du mal Sure 229 mal vor. Habe ich doch gerade ihm vorgelesen. Habe ich gerade ihm auf Englisch vorgelesen. 229. Der Himmel. Habe ich gerade ihm vorgelesen. Warum machst du nicht Deutsch? Okay, ich übersetze für dich auf Deutsch, weil du kein Englisch kannst anscheinend. Er ist der, der alles erschaffen hat, in der Erde für dich. Dann hat er sich zum Himmel gedreht, hat diesen Himmel in 7 Himmel geformt. Und er hat das perfekte Wissen für alle Sachen. Bruder, ich sag dir, kann auch sein, dass es rein hypothetisch gesehen, kann auch sein, dass das Paradies davor eine Ebene war. Nein, kann das kannst du gar nicht erklären, da musst du ein Tafsir rausholen. Nein. Der erklärt das niemals so wie du. Guck mal. Lass mich erstmal jetzt, ich konnte nicht mal eine Frage jetzt bisher wirklich stellen. Wir müssen das erst klären mit dem Himmel und der Erde. Hat er erst die Erde da erschaffen und dann den Himmel, laut Sure 229? Ja, ne? Das steht da nicht. Da steht, er ist der, das der ist die Erde erschaffen hat und dann hat er sich zum Himmel gedreht. Richtig, dann hat er sich zum Himmel gewendet. Erde, dann der Himmel, ne? Das steht da nicht. Was steht denn da? Der hat die Erde erschaffen und dann wandte er sich zu den Himmel. Ist das richtig? Ja, aber heißt das, er hat erstmal die Erde und danach den Himmel erschaffen? Oder heißt er hat die Erde erschaffen? Doch. Daraufhin hat er sich dem Himmel zugewendet. Das heißt nicht, dass er es erschaffen hat. Wenn ich doch was fertig bin und was für einen anderen beispielsweise, ich baue jetzt ein Fahrrad, ja? Und dann bin ich mit dem Fahrrad fertig. Ich wande mich jetzt zu die Lampe zu und mache jetzt die Lampe fertig. Was hast du dann die Lampe erschaffen? Den Fahrrad. Guck mal, ich erkläre dir das, weil das ist eigentlich ein ganz einfacher Satz. Da geht es nicht darum, was als erstes erschaffen wurde, weil das steht hier ganz klar nicht drin. Warte ganz kurz. Ganz kurz. Bisschen Geduld haben, mein Freund, das ist doch was Normales. So. Hier steht, er ist der, der die Erde erschaffen hat für dich. Und dann hat er sich dem Himmel zugewendet und hat den Himmel in 7 Himmel geformt. Heißt nicht, dass er den Himmel erst dann erschaffen hat. Nein, das heißt es definitiv nicht. Das steht hier auch nicht drin. Er hat, nachdem er die Erde erschaffen hat, hat er den Himmel in 7 Himmel geformt. Okay, kann sein. Okay, hier steht, dass er die 7 Himmel, nachdem er die Erde erschaffen hat, in 7 Himmel geformt hat. Aber hier steht keinesfalls drin, dass er erstmal den Himmel oder erstmal die Erde, danach den Himmel erschaffen hat. Das steht hier erst nicht drin. Erst die Erde, richtig? Steht nicht drin. Lüge. Digga, ich hab's hier vor mir. Wen versuchst du zu verarschen? Steht nicht drin. Okay, Tal, du kannst kein Deutsch. Frag mir jetzt an die Zuschauer. Da steht drinne, meine Lieben. Sagt ja oder nein. Da steht drinne. Er hat erst die Erde erschaffen und dann wandte er sich zu den Himmel zu und formte die Himmel in 7 Himmel.
Was hat er als erstes erschaffen? Erde oder Himmel? Schreibt rein. Hat er die Erde als erstes erschaffen oder den Himmel als erstes erschaffen? Ja. Schreibt das mal alle rein. Ich bin jetzt mal gespannt, was die Zuschauer kapieren. Ich habe erst... Mal schauen, jetzt bin ich gespannt, was sie schreiben. Erde. Erde als erstes. Genau. Oder es ergibt keinen Sinn, wenn wir jetzt Erde. Guck mal, die kapieren ja das alle. Komisch. Wenn ich jetzt einen islamischen Content mache, schon über Jahre hinaus, und wenn ich nur eine islamische Community habe, dann ist da jetzt gar kein Sinn. Ergibt gar keinen Sinn, was du gerade sagst. Nein, mein Lieber. Mach mich mal bitte. Das ist, ich glaube, der andere, der geschrieben hat, der ist, glaube ich, sogar Muslim, der Jamal. Erzähl mal keinen Quatsch. Mach mich mal bitte groß. Ja, Bruder, mach ich mal groß. Zeig ihn Sure 229. Jesus begreifen, acht, mach mich mal bitte groß, das wäre sehr nett. Weil jetzt muss ich dir erstmal zeigen hier, du hast keine Ahnung, was Deutsch ist. Du hast keine Ahnung von deutscher Grammatik. Nein, Bester, jetzt einfach sagen. Sehen wir jetzt. Okay. So, meine Zuschauer, entscheidet dann. Liest euch das durch. Suche 2, Vers 29. Er ist es, der für euch alles, was auf der Erde ist, erschuf und sich hier auf dem Himmel zuwandte. Genau, sich dem Himmel zuwandte, nicht den Himmel, erschaffen hat sich den Himmel zuwandte und hat ihn dann zum lieben Himmel geformt. Bruder, das steht hier nicht drin. Frag mir doch anders. Was hat er als erstes gemacht? Was hat er als erstes gearbeitet? Okay, das ist eine gute Frage, dankeschön. Okay, als erstes hat er den Himmel erschaffen, dann hat er... Tut mir leid. Wallah, ich habe mich versprochen, tut mir leid. Ich schwöre, ich habe mich versprochen. Okay. So. Er ist es, der für euch alles, was auf der Erde ist, erschuf. Also hat er erstmal die Erde erschaffen. Daraufhin hat er sich dem Himmel zugewandt und hat ihn dann zu sieben Himmeln geformt. Heißt nicht, dass er den Himmel danach erschaffen hat. Er hat sich den Himmel zugewandt. Paulus, lass mich mal bitte ausreden. Okay, rede. Bruder, jetzt sind Sie doch in einer Debatte. Du kannst mich einfach zu sieben Himmeln geformt. Entschuldigung, rede. Dankeschön. Er ist es, der für euch alles, was auf der Erde ist, erschuf. Und daraufhin wandte er sich den Himmel zu. Zuwandte heißt nicht, dass er den Himmel erschaffen hat. Hier steht, er schuf und sich hierauf dem Himmel zuwandte. Und ihn dann zu sieben Himmeln formte. Heißt, er hat die Erde erschaffen. Daraufhin hat er auf den Himmel geguckt und hat den Himmel dann in sieben Himmel geformt. Heißt nicht, dass er erstmal die Erde danach den Himmel erschaffen hat. Nein, vielleicht gab es den Himmel zu und dann hat er daraus einen Himmel gemacht und sieben Himmel draus gemacht. So. Weil das wissen wir durch Sure 41, Vers 12. Ne? Das wissen wir durch Sure 41, Vers 12. Da musst du Koran-Kontext lesen. Da ist nur ein bisschen gehirnanstrengend. Yeah, also sehen wir ganz klar die Erde. Meine Zuschauer entscheidet nochmal. Aber was sagst du jetzt nochmal? Da ist doch ganz klar die Erde gemeint. Das ist doch klar, das ist doch einfach logisches Denken, mein Bester. Ich sag doch nicht, dass die Erde damit nicht gemeint ist. Erst die Erde, dann der Himmel. Ist das richtig? Ist nicht so. Frag mal anders. Hat er erst sich zu der Erde gewandt und dann zu den Himmel gewandt? Erde als erstes, Himmel als zweites? Er hat sich erstmal zur Erde gewandt. Also meinst du jetzt die sieben Parallelen? Ja, die Erde, dann der Himmel. Okay. Nein, erstmal hat er die Erde. Hör zu. Erstmal hat er die Erde, hat er sich zur Erde gewandt. Danach hat er den Himmel aus sieben Himmel geformt, aber heißt nicht, oder? Das heißt nicht, dass die Himmel erst nach der Erde kam. Fertig. Okay, ich habe verstanden. Ist okay. Ja. Bitte Sure 79, Vers 27, 30 öffnen. Da haben wir eine Antwort. Noch eine? 79, nein. Du öffnest, das hat genau damit zu tun. Du öffnest jetzt Sure 79, Vers 27, 30 und ich will, dass du es den Zuschauer zeigst. Nicht verstecken. Wenn du ein Mann bist, machst du das. Oh mein Gott, du bist doch kein kleines Kind, Sure 49, was? Sag doch einfach den Vers. Sure 79, Vers 27 bis 30. So. Meine lieben Zuschauer, alle screenshotten, wenn ihr die Sure 79 seht, bis 27, 30. Sehr wichtig. Das ist dein eigener Knockout, Pavlos. Das ist dein eigener Knockout. Das ist dein Knockout. Ich lese vor. Ist das Sure 79? Ja, ist. Sure 79, Vers 27 bis 30. Habe ich alles hier. Seid etwa ihr schwerer zu erschaffen oder der Himmel? Er hat ihn aufgebaut. Er hat seinen höchsten Teil emporgehoben und ihn dann zurechtgeformt. Zurechtgeformt im Sinne von sieben Himmel geformt, wie wir das davor besprochen haben. Mach weiter. Und er hat seine Nacht finster gemacht und seine Morgenhelle hervorkommen lassen. Und die Erde, er hat sie danach hingebreitet. Hingebreitet also, heißt, dass er sie dann erschaffen hat. Dann die Erde, laut Sure 79.
Hat er erst den Himmel und dann die Erde gemacht, laut Suche 79? Noch, guck mal, er hat hier, jetzt hörst du mir zu. Er hat hier weder gesagt, dass er den Himmel danach erschaffen hat, er hat gesagt, er hat den Himmel zurechtgeformt. Erste Sache. Zurechtgeformt heißt nicht erschaffen. Nein. Wir haben gerade gefragt, zu was hat er als erstes gearbeitet? Da hast du selber gesagt, die Erde, dann der Himmel. Und jetzt lesen wir erst den Himmel, dann die Erde. Oh, Allah das steht hier aber nicht mehr drin. Mein Freund, das steht hier nicht drin. Das steht nicht. Das ist ein Knockout, mein Lieber. Genau. Das ist kein Knockout. Das ist doch kein Knockout. Kannst du kein Deutsch, mein Freund? Hier steht doch zurechtgeformt. Heißt nicht, er hat es erschaffen. Die Zuschauer entscheidet selber. Deine Zuschauer sind eine christliche Community. Das hast du schon letztes Mal kurz mal, als wir diskutiert haben. Du hast einfach deine Zuschauer gefragt. Weil die Mehrheit deiner Community was sagt, heißt nicht, dass es direkt richtig ist. So, erstens, hier steht nicht, dass er den Himmel erschaffen hat, sondern hier steht erstmal, ja doch hier, im 27 steht, er hat den Himmel erschaffen, er hat ihn aufgebaut, daraufhin steht, er hat den Himmel zurechtgeformt. Daraufhin steht, und die Erde, er hat sie danach hingebreitet. Hingebreitet heißt nicht, warum lachst du? Hingebreitet heißt nicht, dass er sie erschaffen hat danach. Hingebreitet heißt das nicht. Kannst du kein Deutsch? Und die Erde, er hat sie darauf hingebreitet. Also dann, was heißt hingebreitet? Ich heiße hingebreitet. Klar, mein Lieber. Da hast du dir selber jetzt gesehen, das ist ein Knockout. Das hast du gesehen. Und du siehst ganze Zeit, dass der Himmel immer sieben Himmel dann draus gemacht worden ist. Also 6 Tage, 8 Tage und erst Erde, dann Himmel und da erst Himmel, dann Erde. Wir sehen es. Widersprüchlich. Nein. Ich habe dir zwei Widersprüche. Warte, ich frage dich, Paulus. Paulus, darf ich dir eine Frage stellen? Heißt hingebreitet erschaffen? Heißt hingebreitet erschaffen, ja oder nein? Was heißt denn hingebreitet? Er wandte sich dazu und dann hat er das dann gemacht. Hingebreitet heißt, er wandte sich dazu und hat es dann gemacht. Aber du hast gesagt, nein, mein Lieber. Du hast davor gesagt, erst die Erde gearbeitet, dann der Himmel gearbeitet. Jetzt steht hier, erst Himmel gearbeitet, dann die Erde gearbeitet. Was ist passiert? Heißt hingebreitet, ganz einfache Frage. Heißt hingebreitet erschaffen oder nicht? Folgen, Leute, folgen und tippen. Evangelist, ich folge dir schon. Ich frage dich, heißt hingebreitet jetzt als Schaffen oder heißt es was anderes? Jetzt hast du gesehen, dass du zwei Widersprüche gesehen hast. Hingebreitet. Hast du erst gesagt, erst die Erde gearbeitet, dann der Himmel gearbeitet. Aber in Gott suche 79 erst der Himmel gearbeitet, dann die Erde. Was passiert? Paulus! Antworten! Paulus, ich frage dich eine Sache. Du fragst euch die gleiche Frage. Jön, antworten. Urinstinkt, antworten. Paulus, ey, hör mal zu bitte kurz. Jetzt kannst du mir zuhören, weil ich will jetzt nochmal diskutieren. Ich frage dich nur noch einmal diese letzte Frage. Wenn du das jetzt wieder nicht beantwortest und wenn du wieder flüchten willst, dann gehe ich raus. Was heißt hingebreitet? Heißt es erschaffen? Heißt hingebreitet erschaffen? Ganz einfach ja oder nein Frage. Zugewandt. Pablo, ich antworte dir. Erschaffen, ja oder nein? Hingebreitet bedeutet, hör jetzt genau zu, er hat sich danach zugewandt und hat es dran gemacht. Das steht da nicht drin. Gearbeitet. Er hat die Erde hingebreitet. Heißt nicht, dass er sich dahin zugewandt hat. Okay, er hat nur hingebreitet. Schreib mal in Google rein, hingebreitet, Definition. Okay, mach ich. Weil anscheinend hingebreitet bedeutet, er wandte sich darauf zu und hat daran halt gearbeitet. Oh, bearbeitet, ja genau, bearbeitet, kann man auch sagen. Genau. Ja, was ist passiert? Wir haben erstmal gelesen, erst die Erde gearbeitet, dann der Himmel. Und dann haben wir jetzt gelesen, erst der Himmel gearbeitet, dann die Erde. Die Erde ist erschaffen worden, daraufhin hat er die Erde auch hingebreitet. Heißt nicht, dass er die Erde danach erschaffen hat. Wenn du kein Deutsch hast und wenn du zu wenig Deutschkenntnis hast, dann kann ich das nachvollziehen. Nichtsdestotrotz solltest du verstehen, was hingebreitet heißt, weil das heißt nicht, dass er sich da auch erschaffen hat. Zeig mal, hingebreitet Definition. Zeig ich dir. Komm, mal schauen, was die deutsche Grammatik sagt. Du hast gesagt, hingebreitet, habe ich gesagt, bedeutet bearbeitet. Ja, ich lese es dir vor. Jemand breitet etwas irgendwo hin, heißt nicht, dass er es erschaffen hat. Was habe ich dir davon gesagt? Hallo, du hast meine Frage nicht verstanden. Ich habe gesagt, hat er die Erde als erstes bearbeitet? Du so ja. Dann der Himmel? Du so ja. Dann habe ich gesagt, bei Suche 79 sehen wir erst der Himmel bearbeitet, dann die Erde bearbeitet. Was ist passiert da? Jetzt hast du dir selber. Nein, weil jetzt versuchst du meine Worte zu verbringen. Jetzt versuchst du meine Worte zu verbringen. Verbrenne ich meine Worte, weil das ist respektlos. Guck mal, Paulus, hör mal jetzt bitte zu. Du bist ein Content-Creator eigentlich. Ich mochte dich. Nein, guck, ich mach kein Tech für Sonstiges, mach ich nicht. Ich bin nicht so einer, ich bin ein ganz friedlicher Mensch. Aber du, mein Freund, du leugnest das Wort hingebreitet und sagst, hingebreitet bedeutet erschaffen. Was habe ich denn gerade gesagt? Hingebreitet bedeutet bearbeiten, sich zugewandt und dann danach irgendwas da gemacht. Also da sehen wir,
Erst der Himmel, dann die Erde. Oder erst die Erde und dann der Himmel. Ja, was haben wir da gesehen? Was haben wir da Erstmal bevor gesehen? du, Nein, oh mein Gott, Besser. erstmal Ich habe extra diese bevor du mich jetzt Frage wieder an gestellt. Bord hältst, Nein, mein Besser. ja. Ich habe dir extra die Frage gestellt mit, was hat er als erstes bearbeitet? Und du erst die Erde. Dann habe ich gesagt, okay, und was war danach? Dann der Himmel. Und dann haben wir jetzt mal, Nummer guck mal, 69 jeder, gelesen. guck mal, was Leute hier schreiben. Paulus ist der größte Philosoph. Paulus widerspricht dich. Paulus philosophiert um sein Leben. Ja, Bruder, ich bin und die Leute das haben andere zweite Mal mit dir geschrieben. am Ja, Diskutieren und du meine bist schon Meinung. mundtot. Andere schreiben was anderes. Ja, was ist passiert? Paulus, Bruder, hier schreibt jeder gegen dich, weil jeder weiß. Du sagst Sachen, die nicht stimmen. Du Okay, lügst. Du einer lügst, schreibt weil du Paulus deine eigene verwendet Religion jetzt. verbreitest. Hör mir Und zu, lass jetzt mich jetzt auch erstmal Paulus ausreden. ist Du die redest die ganze Zeit, Kategorie ich will einmal jetzt Schuldentitel, reden. wenn die einmal reinschreiben. Warte, Mein lieber erstmal. Chat, was habt ihr gesehen? Erst die Erde bearbeitet und dann der Himmel oder erst Jemand die schreibt Himmel, dann die Erde? Ist das ein Widerspruch? Ja oder nein? Paulus ist der Judas. Ein Muslim, Paulus, hast okay, du ja. Philosophie studiert? Ja, ein Muslim. Da, guck dir den an, Bruder, den seht Guck mal ihr, jetzt. dass da jetzt Erstmal. ablenkt und weiß, dass das ein kompletter Widerspruch ist. Ich habe dir zwei Widersprüche gezeigt. 6 Tage, acht Kein Tage Widerspruch. und Erde, Kein Himmel. Widerspruch. Und Himmel, Guck Erde. mal. Darf ich jetzt aussehen oder wirst du mir wieder ans Wort fallen? Guck mal, einer schreibt zum Beispiel da, wow, du liegst komplett falsch. Ja, Bitte, weil es ja das nicht ist die Antwort. wo liegt. Okay, alles gut. Mehr Leute haben irgendwie geschrieben, dass du Judas bist und dass du ein Philosoph-Profi bist, Ja, aber ja, alles ja. gut. Okay, So, da, okay. ich frage dich jetzt immer, Hauptsache, die Paulus. Leute haben es gesehen. Das Lass mich bitte war jetzt mir ausreden. wichtig, weil die Lass mich Leute mal jetzt können bitte denken, ausreden. das war mir wichtig. Nee, er ist im Recht, schreibt jemand. So. Ich frage dich jetzt, Paulus, soll ich dich Paulus nennen oder soll ich dich Pavlos nennen? Ich bin mir nicht sicher. Pavlos. Pavlos? Okay. Ja, Ist jetzt habe dein ich es richtiger gelernt, aber Name? was sagst du dazu? Nein, weil ich will. Bruder, jetzt, du Was hast mir die sagst du Frage nicht beantwortet. Du dazu? hast gesagt, guck mal, ich will jetzt darauf eingehen, weil du hast gesagt, in welches Sura war das? Das war, ja, genau, du hast sie gesagt und die Erde hat, er hat sie danach hingebreitet. Du hast gesagt, hingebreitet bedeutet, er hat sich daraufhin dahin zugewandelt. Ist das richtig oder nicht? Hast du es nicht gesagt? So, der hat die bearbeitet. Er wandte sich dann Er dort hat, um, hat okay, also hat er sie bearbeitet. danach bearbeitet. Hier steht, jemand breitet etwas irgendwo hin. Okay, wenn du jetzt Ah, sagst, indirekt siehst bearbeitet, okay, bearbeitet, okay. Warte, nein, lass mich ausreden. Lass mich ausreden. Weil breitet etwas hin bedeutet nicht direkt, dass du irgendwie sagst, okay, er hat sie erst danach erschaffen. Das ist kein Widerspruch. Wenn die Erde schon davor war und wenn er die Erde daraufhin erst ausgebreitet hat, das ist kein Widerspruch. Bruder, jetzt, wenn du dir etwas wirklich so Mal erzähl dir, zusammenreißt, wie du das du bist, bastelst dir dann gerade selber alles gut, was ne? ein. Weißt du das? Weißt du das, mein Ja, alles Bester? gut, ja, alles gut. Immerhin weiß ich, was die Bedeutung von hinbreiten ist und sag nicht, dass es irgendwie zuzuwenden Nein, heißt, ja. gerade hast du was anderes Egal, erzählt. alles Du gut, wechselst Paulus, deine Wortwahl alles ganz gut. schnell, weißt du das? Paulus, Ich merke alles das gut. aber. Ich Ich kann wünsche gut dir, zuhören. guck mal, ich wünsche dir wirklich einen schönen Tag, weißt du, ich habe nicht viel Zeit, ich habe noch eine Stunde, ich muss auch Rechnungen, alles ausdrucken, etc. Ich wünsche dir einen schönen Tag, die Diskussion mit dir, mit dem Philosophen Nummer 1 auf TikTok, aka Hobbymissionar, war sehr schön, hat mich gefreut und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Salamu Okay, alaikum wa dann. rahmatullah. Küchte. Inshallah, möge Gottes Allah Segen. subhanahu wa ta'ala dich recht leiten. An das Bein kann mich nicht recht leiten. Seht ihr, meine Lieben? Da habt ihr es jetzt gesehen. Hauptsache, er hat die Quellen gezeigt. Das war mir jetzt wichtig, dass er es den Leuten noch einmal zeigt, wenn er es selber noch mal zeigt, dass, bevor Leute sagen, wir lügen. Das war mir wichtig. Die Zuschauer können lesen und denken. Deswegen habe ich auch gesagt, die sollen einen Screenshot machen. Dann sehen die, oh, erst Erde, dann Himmel. Dann Erde. Ne, erst Erde, dann Himmel, dann Erde. 6 Tage und dann 8 Tage. Was passiert? Ich habe nicht philosophiert. Ich habe einfach nur gelesen, was im Koran steht. Wahnsinn, ne? Eine schreibt sogar, da hat sie es einfach selbst gedribbelt. Gedribbelt. Seht ihr, meine Lieben? Seht ihr? Und der ist eigentlich gar nicht auf die andere Aussage eingegangen, wo wir am Anfang des Themas damit waren, dass der originale Koran gar nicht existiert und dass wir, dass der dritte Kalif einfach die originale Korans verbrennen lassen hat. Einfach verbrennen lassen hat. Da seht ihr es. Das ist heftig, Bruder Danny. Das ist wirklich heftig. Ja, ich weiß. Ich wollte so oder so noch mit dir was lesen, ja? Was denn, Bruder Danny? Im Alten Testament. Ja, genau. Erzähl. Hä? Erzähl in einem Testament, du wolltest da was sagen. In Jesaja 31, 34, ich sehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen
Also das war's eigentlich schon. Meinst du Jeremia 31, Vers 31? Ja, und Lukas 21, Lukas 22, 19, 20, kannst du das einmal komplett lesen? Lukas, du meinst Lukas 22? Kann Lukas 22 sein? Ja, Lukas, ich kenne das schon auswendig. Lukas 22, Vers 20 steht zum Beispiel geschrieben, da sagt der Herr Jesus Christus, das ist mein Kelch, den Blut, den ich vergießen werde, für den neuen Bund, den ich vor euch hingearbeitet habe. Also, nee, geben werde, genau. Geben werde, den neuen Bund, den ich euch geben werde. Da sehen wir, der Herr Jesus Christus gibt uns den neuen Bund damit. Na, und den tausendjährigen Reich ist aber komplett vollendet, wegen Juda, dass das, was stand da nochmal? Die Stadt Juda dann aufgebaut wird, ne? Lies mal nochmal, was da stand? Wo denn? Bei Jeremia 31, Vers 31, dass ich nochmal die Stadt nochmal weiß. In welcher Vers? Lies mal einmal nur vor, dann weiß ich Bescheid. Du meinst, die Stadt aufbauen werde? Ja, genau. Na, und da erkennen wir es ja, dass, nee, lies noch weit, lies einfach nur den Text nochmal, nur diesen Vers, dann weiß ich sofort, was ich wieder meine. Warte. Du meintest, sehe es Kommentare, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Ja, genau. Ne, das hat er ja getan, durch den Herrn Jesus Christus. Da hat er Jesus Christus, Lukas 22, Vers 20, sagte, das ist mein Kelch, den ich vergießen werde, den neuen Bund, den ich euch geben werde. Den neuen Bund hat er gebracht, bis zum tausendjährigen Reich wird ja alles dann um aufgebaut, das sehen wir ja alles auch, und ist dann vollendet. Aber wir leben im neuen Bund, und das ist die Gnadenzeit, das sehen wir ganz klar, und das ist genauso richtig, hat sich erfüllt, die Prophezeiung. Ja, also, natürlich, lest doch mal, wenn wir zum Beispiel lesen, ich lese jetzt mal einmal Jesaja 42, Vers 6. Einen Moment. Also, Jesaja 42, Vers 6. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen. Hebräer 12, 22, 24, sondern ihr seid gekommen zum, Entschuldigung, ich habe viel zu schnell gelesen, sondern ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Jesaja, das, alles, was wir sehen im Alten Testament, ist immer wieder wie ein Zahnrad, wie so ein Puzzle. Genau. Leider die Muslime, es ist halt so, ich habe ja gesagt, die Muslime sind da sehr verhärtet, ne? Ja, leider, ne? Leider. Ja. Aber da sehen wir es. Die Bibel ist die Wahrheit. Der Islam wird es niemals sein. Die Widersprüche, die originalen Sachen, alle weg. Aber die Bibel, meine Lieben, immer einstimmig. Und sehr schön. Ja, ja, Prophezeiungen, die sich erfüllen. Das sind so Zeichen und Beweise dafür, dass das auf jeden Fall Gottes Wort ist, weil, Bruder Danny, es sind über 3000 Prophezeiungen in Erfüllung gegangen. Insgesamt der ganzen Bibel. Ja, ja. Wer kann das von sich behaupten? Ja, du siehst da dieser Kalim TV, wie die sich nennt. Guck mal, die sind keine Ahnung, der Blüte von mir, vom Bruder Amir und Urban, die lügen nur. Das sind die sind wirklich spezialisiert, speziell auf Lügen. Nur auf Lügen. Lügen, Lügen, Lügen und Täuschungen. So, und jetzt werde ich auf den Balkon gehen und die Sonne erstmal genießen. Sehr schön, Bruder Danny. Aber Bruder Danny, mach weiter, weil ich stumm mich jetzt kurz in der Zeit. Ich will kurz was essen gehen. Deswegen, dann predige das Wort Gottes. Ist immer so die Alte Testament, Neue Testament, die ist immer vor. Ja, wir können jetzt später nochmal weitermachen. Also ich bleibe jetzt noch 25 Minuten, weil dann wollte ich auch noch heute schwimmen gehen. Okay, dann geh ich erstmal da raus, Bruder Deli, mach weiter. Ne? Ja. Und dann haben wir es dann erstmal geschafft. Dann können wir gucken, was wir dann später machen. Ja, Dr. John hat alles bestätigt heute. Gottes Lieb. Dr. John hat heute bestätigt, dass Daha die Widersprüche repräsentiert hat. Dr. John hat es bestätigt. Auf Dr. John ist immer Verlass, meine Lieben.
Also Gottes Segen, gesegneten Stream noch. Und nimmt den Herrn Jesus Christus an, bevor es zu spät ist. Es gibt nichts Schöneres, als mit dem Herrn Jesus zu sein, Leute. Glaubt es mir. Man hat einfach... Man neuer Mensch. Da ist jemand in Christus, so ist da eine neue Schöpfung. Muslime, ich sage euch, kommt zu diesem Heiligen und zu diesem lebendigen Gott. Verlasst den Islam, rettet eure Seelen. Die Bibel ist das einzige Buch mit erfüllten Prophezeiungen. Es haben sich so viele Prophezeiungen erfüllt, es werden sich weitere erfüllen, Muslime. Ihr müsst eure Seele retten vor dem Zorn Gottes. Und auch du haben die Joker und diese ganzen Islamverstand nur am Lügen, Betrügen. Ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, Buße tut und euren Stolz, euren Ego in die Mülltonne nicht werft, ja, dann werdet ihr ein schreckliches Gericht, dann wird ein schreckliches Gericht über euch ergehen. Leute, ich kann die Kommentare gar nicht lesen. Leute, die Sonne blendet mich zu stark, Leute. Ja, wir haben ja gesehen und wir können ja auch später die Liebe Gottes lesen. Du bist auch ein Gott, ne? Nein, ich bin nicht ein Gott. Wir werden später mal über die Liebe Gottes lesen, über die Nächstenliebe, über Vergebung, was das lebendige Wort eigentlich Gottes sagt. Und dann können wir das ja mal mit dem Islam vergleichen. Vergleichen wir doch mal die Weisheit in der Bibel und die Weisheit im Koran. Vergleichen wir doch mal die Liebe in der Bibel und die Liebe im Koran. Vergleichen wir doch mal die Vergebung und die Nächstenliebe in der Bibel und im Koran. Und dann werden wir sehen, dass die Bibel voller Liebe, voller Vergebung ist. Und deswegen rate ich euch, Muslime, verlasst den Islam. Geht da raus, rettet eure Seelen und hört auf, die ganze Zeit hier zu machen. Höchste Stufe im Paradies, Hasanat, gute Werke sammeln. Denkt ihr wirklich, ihr kommt mit euren fünf Beten, mit eurem Bad und eure guten Werke in den Himmel? Nein, ihr seid äußerlich, seid ihr fromm, aber innerlich seid ihr tot, voll mit Fluchen und Hass und Bitterkeit. Und dieser heilige Gott sieht das alles. Mein Gott ist gerecht und heilig, mein Gott ist Liebe, mein Gott duldet nicht eine Sünde. Ich weiß nicht, was euer Gott duldet. Ich weiß nicht, was in eurer Traumwelt, in eurer Paradies ist. Mein Gott duldet sowas nicht im Himmel. Du kannst dir nicht im Himmel einfach alles wünschen, was du willst. Ich habe keinen Genie-Gott. Ich habe einen heiligen Gott und ich habe einen gerechten Gott. Aber der Per Vogel sagt ja, was soll ich denn da im Himmel Harfe spielen? Wer ist denn, Per Vogel, wo du landen wirst? Und auf dich warten schöne 72 dämonische Weiber auf dich. Und dann wirst du mal sehen, Per Vogel. Abunaji, Hamdi und so. Ihr werdet sehen, was auf euch wartet. Da könnt ihr euch schön vergnügen mit diesen dämonischen Frauen. Du redest von dein Teufel Gott. Nein, nein. Allah ist ein Mondgott. Allah ist nicht Gott. Und Mohammed ist ein falscher Prophet. Punkt, fertig, aus. Schaut euch das mal an, Leute. Gebt mal ein Open Doors. Schaut euch mal an hier, wie die Christen in diesen Ländern verfolgt werden. Schaut euch das selbst mal an. Macht euch mal selbst ein Bild. Der Teufel hat es nur gegen die, nur abgesehen auf die Bibel. Also der macht sich nur lustig über den Herrn Jesus. Er verspottet den Herrn Jesus. Er will den Herrn Jesus gleich sein. Und man sieht das ja, auf der ganzen Welt werden Christen verfolgt, gehasst, verspottet. Der Satan hat es nicht auf den Islam abgesehen. Der hat es nicht auf die Religion abgesehen. Der hat es nur gegen, der hat nur was gegen Christen. Leute, ich kann leider die Kommentare nicht lesen. Aber bitte alle folgen, Leute. Liken und folgen. Er hetzt nicht. Ich sage die Wahrheit, genau. Der Herr Jesus sagt ja in der Bibel, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Guckt euch doch mal TikTok an, was für eine Plattform das eigentlich ist. Ist das nicht merkwürdig? Ist das nicht sogar komisch, dass Leute von morgens bis abends die ganze Zeit über den Heiligen Geist lästern, ohne dass sie gesperrt werden? Dass Leute sich lustig machen über die Bibel und sie werden nicht gesperrt. Aber wenn Christen auf einmal wie Ex-Muslime oder so irgendwas sagen, gesperrt, Account gelöscht. Oder wenn ich was sage, Account gelöscht. Woran liegt das? Seht ihr diese Ungerechtigkeit? Und diese Ungerechtigkeit müssen wir ertragen. So ist es nun mal. Weil die Welt hasst uns. Die Welt hasst Christen.
Und wir sehen ja, schaut euch auch im Dorf an, Leute. Macht euch euer eigenes Bild. Afghanistan, Christen werden verfolgt. Warum werden Christen da verfolgt? Ich dachte, das hat doch angeblich mit dem Islam nichts zu tun. Pakistan, Christen werden verfolgt. Hat auch nichts mit dem Islam zu tun. Iran, Christen werden verfolgt. Irak, Christen werden verfolgt. Ägypten, Christen werden verfolgt. Ägypten, Christen werden verfolgt. Syrien, Christen werden verfolgt. Hier in diesen ganzen Ländern werden alle Christen verfolgt. Von wem werden Muslime verfolgt? Von Atheisten? Oder von echten Muslimen? Aber Christen verfolgen nicht. Christen werden verfolgt. Christen töten nicht, Christen lassen sich töten. Christen hassen nicht, sie lieben. Der Herr Jesus sagt, ihr sollt eure Feinde lieben. Zeigt mir das einmal im Koran, Muslime. Ich bitte euch, zeigt mir mal im Koran, wo drin steht, dass Allah euch befohlen hat, eure Feinde zu lieben. Zeigt mir im Koran, wo drin steht, Allah hat euch befohlen, eure Nächsten zu lieben. Gibt es nirgendwo. Rumphilosophieren. Deswegen sage ich euch, Muslime, ihr müsst eure Seele retten. Rettet eure Seele, rettet eure Seelen, Muslime, vor dem Zorn Gottes. Bevor das zu spät ist, Muslime, es geht hier um die Ewigkeit. Es ist nicht traurig, wenn man nicht weiß, wohin man geht. Es ist nicht traurig, man folgt einer Religion, man folgt einem Propheten blind. Ich würde niemals einen Propheten blind führen. Wie kann denn ein Blinder einen Blinden führen? Gehen nicht beide in die Grube? Ich würde niemals einen Gott folgen. Ich muss es doch hinterfragen. Ich muss wissen, wer ist dieser Gott? Wie hat sich dieser Gott offenbart? Richtig? Richtig. Wer ist dieser Prophet, den ich folge? Wer ist dieser Gott? Wer ist dieser Prophet? Was ist das für ein Buch? Ist das Buch von Gott? Was steht da geschrieben? Und dann sagen die Muslime, geh schlafen. Das Einzige, was sie sagen, ist, geht schlafen, Hetzer. Das ist unfassbar, Muslime. Ihr seid so verblendet worden. Das tut mir so in der Seele leid. Das tut mir einfach nur noch weh. Jedes Mal ist es das Gleiche. Ihr geht hier zur Schule, ihr geht hier zur Arbeit, kritisiert hier die Christen und macht euch lustig über die Christen. Euch passiert doch gar nichts. Die Christen kommen nicht auf euch zu und machen euch kaputt. Aber wenn ein Deutscher in der Schule einmal Mohammed kritisiert, ist vorbei. Ist vorbei mit ihm, muss die Schule wechseln. Das hat ja nichts mit dem Islam zu tun. Ja, ja, ja. Ihr könnt von morgens bis abends in der Schule den Herrn Jesus kritisieren. Ihr könnt ihn verspotten. Kein Christ wird euch was antun. Niemand wird euch was antun. Verspottet man Mohammed in den Schulen. Sagt man, Mohammed ist kein Prophet. Der Koran ist verfälscht worden. Dann habt ihr die ganze Schule auf euch. Komplett. Was, Ulum, was laberst du? Ulum, ist die Wahrheit. Es ist einfach die absolute Wahrheit, Ulum. Geht mal, macht das mal. Geht mal jetzt zur Schule und versucht mal, Mohammed zu verspotten, so wie ihr das mit dem Herrn Jesus macht. Sagt mal, der Koran hat mehr Updates als iPhone. Dann werdet ihr auf einmal kriegt ihr dann von jeder Seite erstmal ein paar Fäuste. Macht ihr das... Wer so schnell redet, hat Angst. Ja, ja, genau. Aber wir werden Currywurst mit Hähnchen. Ich esse kein Currywurst mit Hähnchen. Muslime, ich esse afghanisch, ich esse iranisch. Ich esse kein deutsches Essen. Muslime, verlasst diesen Islam, Leute. Der Herr gibt euch ein neues Herz. Merkt ihr nicht, was für ein versteinertes Herz ihr eigentlich habt? Total verbittert seid ihr. Einfach nur verbittert. Äußerlich seid ihr fromm, innerlich seid ihr tot. Tot. So. Und auch wie auf diesem Bild hier, werden eines Tages alle Muslime sich niederwerfen vor dem König der Könige. Eines Tages sage ich euch, Muslime, dieser Stein wird eure Sünden nicht aufsaugen. Diese Religion kann euch nicht retten. Eines Tages
werdet ihr alle vor den allmächtigen Gott stehen und dann werdet ihr alle gerichtet werden. Pass auf, was du machst, Digga. Ja, pass du auf, was du machst. Du musst auch aufpassen. Seht ihr das? Seht ihr das, Muslime? Seht ihr das? Seht ihr das auch an die ganzen Namensmuslime, Atheisten? Seht ihr das? Das ist der Geist der Muslime. Ihr habt keine Nächstenliebe. Ihr redet immer von Liebe, Liebe, Liebe. Ihr liebt euch nicht mal untereinander. Ich sag euch mal, was Liebe ist. Lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern mit Taten. Denn die Liebe sei Ungehorche. Das ist wahrhaftige Liebe. Wahrhaftige Liebe ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist wahrhaftige Liebe. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Sie erbittert... Ach, denn ich lese euch jetzt mal vor, was Liebe ist. Ich lese euch mal vor, was wahrhaftige Liebe ist. Genau, Muslime lieben keine Juden und Christen. Ich lese euch mal vor, Muslime, was echte Liebe ist. So, gucken wir mal im Neuen Testament. Und bitte tippen, 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 Leute. Teilen, 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 damit auch ganz viele Muslime den Islam verlassen. Betet, dass ganz viele Muslime den Islam verlassen. Betet dafür, dass sie zu den Herrn Jesus Christus kommen. Dass sie erkennen, dass sie einen falschen Gott angebetet haben. Dass sie erkennen, dass sie einen falschen Prophet gefolgt sind. Bitte betet dafür. So, wir lesen einfach mal. Ich lese in 1. Korinther 13, also 1. Korinther 13, 1, Muslime. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein törenes Erz und ein klingender Schell. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nix. Und wenn ich all meinen Hab austeilte und mein Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nix. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Ich lese Vers 8 weiter. Die Liebe hört niemals auf, Muslime. Das ist echte Liebe. Und deswegen sage ich euch, Muslime, verlasst alle den Islam, kehrt um, Muslime, rettet eure Seelen, Muslime. Und jetzt lesen wir weiter in Kolosser 3, 14. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, Muslime. Wir lesen weiter. Alle folgen, alle folgen, alle folgen, auch die Muslime. Muslime, alle folgen, an die ganzen 240 Zuschauer, alle folgen und betet dafür, dass die Muslime alle den Islam verlassen. Betet dafür, dass sie alle zu den Herrn Jesus Christus kommen und diesen Islam verlassen. Wir lesen weiter über die Liebe, Muslime. So, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Und ich habe auch gerade gesagt, lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern mit Taten, liebe Muslime. Und wir sind, unsere Liebe ist aufrichtig. Und ich kann sagen, ich liebe euch. Könnt ihr das auch sagen? Könnt ihr mir den Friedensgruß geben? Ich kann euch den Friedensgruß geben. Der Herr segne euch, Muslime. Ich möchte auch den Friedensgruß haben von euch, wie ihr eure Geschwister begrüßt. Ich kriege keinen Friedensgruß. Die Juden kriegen keinen Friedensgruß. Atheisten kriegen keinen Friedensgruß. Aber ihr kriegt einen von mir. Der Herr segne euch und eure Familie. Du träumst. Ja, ja, ich träume. Da sieht man schon den Unterschied. So, und wir lesen weiter. Das Wort sagt, Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr, meine lieben Muslime. Und auch hier sagt der Herr Jesus Christus, an meine Liebe werdet ihr sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ihr macht euch also lustig über die Liebe Gottes. Daran sieht man ja, was für fromme Menschen ihr seid. Also ich sage es euch, ein Kopftuch wird euch nicht retten. Ein Bart tragen und fünfmal am Tag beten wird euch nicht retten. Freitags in die Moschee gehen
wird euch nicht retten, sondern hast du eine lebendige Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus? Ja oder nein? Hast du eine lebendige Beziehung? Ihr Muslime, bastelt euch euren eigenen Gott. Ihr glaubt an euren Gott, aber ihr lebt nicht nach dem Wort Gottes. Ihr redet nach dem Wort Gottes, aber handelt nicht danach. So, mit dem Mund bekennt ihr, aber mit eurem Herz seid ihr ferne. Ihr redet von eurem Gott, aber man sieht ja eure Taten, eure Früchte. Nur am Lästern, nur am Lügen, nur am Betrügen. So einen Gott will ich nicht haben. Der Gott der Bibel ist Liebe. Seid aufrichtig. Vergibt einander, so wie ich euch vergibt habe. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Ertragt einander, so wie ich euch ertragen habe. Aus unserem Mund soll Gutes kommen. Wir sollen Licht sein und nicht Finsternis. So, und deswegen sage ich euch Muslime, rettet eure Seelen. Rettet eure Seelen und hört auf zu sagen, die Bibel wurde verfälscht, Muslime. Ihr werdet eines Tages den Herrn Jesus Christus hier anbeten, so wie das hier, wie diesen Stein. Ihr werdet eines Tages, und ich sage euch Muslime, ihr werdet alle den Herrn Jesus Christus anbeten. Himmel und Erde werden vergehen, sagt der Herr Jesus, aber meine Worte werden nicht vergehen. Jetzt lacht ihr noch, aber euch wird das Lachen vergehen, wenn der Zorn Gottes über euch kommt. Macht mal weiter so, und dann werdet ihr den allmächtigen Gott kennenlernen im Alten Testament. Dann werdet ihr diesen heiligen Gott kennenlernen, was er damals gemacht hat mit Noah, wo er die Welt gerichtet hat. Wartet ab, Muslime. Okay, ist okay, ist okay. Ist okay, man ist übermütig. Freut euch aber mal drauf, wenn es dann losgeht. Wartet ab, die Al-Aqsa-Moschee, ihr wartet ab, die Juden, die werden den dritten Tempel bauen. Der Antichrist wird sich da reinsetzen, ihr Muslime. Und bis heute konnte kein Muslim das beweisen, wann, wer und wo wurde die Bibel verfälscht. Kein Muslim konnte es bis heute beweisen. Ihr seid nur am Lügen, Verführen, ihr wurdet verführt und wurdet getäuscht. Und darum sagt auch das Wort Gottes, zerreißt nicht eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen und kehrt um vom ganzen Herzen zu euren heiligen Gott. Ihr wisst doch gar nicht, was ihr anbetet. Ihr müsst Arabisch lernen. Ihr müsst dahin gehen, um diesen Stein zu berühren. Also ihr sagt, wir sind Götzenanbeter, aber guckt euch mal das hier an. Sie küssen den Stein, sie werfen sich nieder vor diesen Stein. Muslime, rettet eure Seelen. Ich sage euch, Muslime, rettet eure Seelen. Jetzt lacht ihr noch, aber euch wird das Lachen vergehen. Die Bibel hat mehrere tausende Prophezeiungen. Diese haben sich erfüllt. Und es werden sich weitere erfüllen, Muslime. Und darum sage ich euch, Muslime, ihr müsst umkehren. Ihr müsst umkehren. Denn eines Tages wird euer Prophet Mohammed den Herrn Jesus anbeten. Er wird sich niederwerfen vor sein Angesicht und wird den Herrn Jesus anbeten. Genauso wie hier die Muslime. Ihr werdet alle den Herrn Jesus Christus anbeten. Gott lässt sich nicht spotten. Ehrt euch nicht. Und darum sage ich euch, Muslime, kehrt lieber heute um. Kehrt heute um zu diesem heiligen Gott. Ich möchte euch einen Vers vorlesen. Die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Muslime, du kannst heute ewiges Leben bekommen. Heute noch. Da hilft dir auch dein Bismillah nicht. Du kannst heute ewiges Leben bekommen durch den Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott, mit seinem Sohn, der Herr Jesus Christus. Und ihr lacht darüber. Ihr lacht. Ihr befindet euch alle mit einem halben Bein in der Hölle. Ihr wisst doch noch nicht mal, ob ihr in den Himmel kommt. Fragt mal jetzt einen Muslim, kommst du in den Himmel? Inshallah, ich weiß es nicht. Er weiß es nicht. Also deine Werke werden dich nicht retten. Es ist die Gnade Gottes, die dich rettet. Und es steht ja auch in Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben bekommt, Muslime. Und nur ewiges Leben durch den Herrn Jesus Christus. Er gibt dir ewiges Leben. Er ist die Auferstehung. Ja, da könnt ihr mich fluchen, wie ihr wollt. Alle, die mich fluchen, alle, die mich beleidigen, der Herr segne euch reichlich. Jeder von euch, der mich hier beleidigt, der Herr segne dich.
möge der Herr Jesus Christus dir vergeben und aus deinem bösen Mund, du Trottel, ja, alles gut, der Herr segne dich. Guckt euch mal die Kommentare an, wie die Muslime nur am Beleidigen sind. Seht ihr das? Die drehen durch, weil die die Wahrheit nicht hören können. Die Dämonen hier sind am Durchdrehen, am Wüten. So, und der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg. Mohammed wusste nicht, wohin er geht, aber der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Mohammed, was passiert mit uns? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Ich weiß nicht, was mit euch passiert. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Leben. Er sagt auch, ich bin die Tür. Es gibt so viele Türen, so viele Religionen, aber er sagt, ich bin die Tür. Und wer durch diese Tür hineingeht, er wird eingehen und Weide finden, Muslime. Ich bin das Brot des Lebens. Er ist das Brot, was vom Himmel gekommen ist. Und der Herr Jesus sagt aber auch hier, ich bin das Licht der Welt. Deswegen sage ich euch, Muslime, kehrt um. Verlasst diese Religion. Rettet eure Seelen vor dem Zorn Gottes, bevor es zu spät ist. Ich sage euch, Muslime, jetzt, wenn ihr die Stimme Gottes hört, verstockt eure Herzen nicht. Ihr lest doch selber nicht mal den Koran. Ihr habt noch nie den Koran gelesen. Ihr kennt euch nie mit Hadith aus, genauso wie Per Vogel, der ein Vogel ist und sich verführen lassen hat. Genauso wie Sheikh Ibrahim, der Fragen bekommt, darf man in Schweinfurt leben? Darf man in Minecraft halal Schweinefleisch essen? Sag mal, wem wollt ihr aber auf den Arm nehmen? Muslime, ihr müsst eure Seele retten, Muslime. Ihr werdet alle in den Feuersee landen, Muslime. Ich sage es euch. Ohne den Herrn Jesus Christus geht ihr verloren. Ihr werdet bezahlen für eure Sünden. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in unserem Herrn Jesus Christus, Muslime. Endlich auf und verlasst diese Religion. Rettet eure Seelen vor dem Zorn Gottes. Unfassbar schrecklich ist das, Muslime. Ihr werdet verloren gehen. Ihr werdet alle in den Feuersee landen. Offenbarung 20,13. Ihr werdet alle in den Feuersee landen. Wollt ihr das? Wollt ihr ewig brennen? Ewig getrennt sein von Gott? Der Zorn Gottes, der über euch kommt? Wisst ihr, was die Bibel sagt? Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Dann ist es Gesetz, dass der Mensch einmal stirbt, danach aber das Gericht. So, und er sagt Tattoos. Der Mensch schaut, was vor seinen Augen ist. Gott schaut aber, was im Innerlichen ist. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Aber ihr seht, was Menschen sehen. Ihr habt euch euren eigenen Gott gebastelt. Ihr hasst euch untereinander. Ihr seid nur am Fluchen. Ihr seid Kinder des Teufels. Der Herr Jesus Christus sagt, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, ein Kind Gottes zu werden. Du kannst heute Muslim. Du kannst heute ein Kind Gottes werden. Und deswegen sage ich euch, alle folgen Leute, alle liken, folgen und alle das Plus wegmachen. Dankeschön. Ich frage jeden Muslim, jeden Atheisten, möchtest du heute ein Kind Gottes werden? Du kannst heute auf deine Knie gehen und diesen heiligen Gott fragen. Frag ihn doch mal, Gott, wer bist du? Frag ihn, Gott, wer bist du? Jeder, der den Namen des Herrn anruft, er wird gerettet werden. Die Bibel sagt, wer klopft? Du bist verflucht. Ja, du bist verflucht. Ich bin verflucht. Seht ihr das? Man redet über das Wort Gottes. Ich bin verflucht. Guckt euch das mal an. Was für Geister hier rumlungern. Dämonische Geister. Lästergeister. So, und deswegen betet auch für die verlorenen Muslime. Betet für die Muslime. Ihr müsst das verlassen. Ihr müsst diese Religion verlassen hier. Das ist Götzendienst. Seht ihr das? Das ist purer Götzendienst, Muslime. Raus da. Alle raus hier. Ihr betet einen Stein an. Dennis, ich lasse mich nicht einschüchtern. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Und ihr werdet sehen, Muslime. Ihr werdet eines Tages den Herrn Jesus anbeten. Das verspreche ich euch. Das verspreche ich euch alle. Ihr werdet eines Tages alle, jeder einzelne von euch, ihr werdet eines Tages den Herrn Jesus anbeten. Alle Knie werden sich beugen. In Himmel und auf Erden, Muslime. Darum sage ich euch, Muslime, macht euch darüber Gedanken, was passiert nach dem Tod? Was ist der Sinn des Lebens? Ist Allah barmherzig genug?
komme ich in den Himmel? Reichen die Werke? Macht euch doch darüber Gedanken. Unfassbar. Unfassbar schrecklich, wie ihr verführt worden seid und die Muslime hier auf TikTok nur am Lügen. Ihr lügt von morgens bis abends über den Gott der Bibel. Schaut euch mal Open Doors an. Schaut euch mal alle Open Doors an. Christen werden weltweit verfolgt. Und ich bete auch für die Muslime, die die Christen verfolgen. Ich bete auch für die Hamas. Ich bete auch für die IS. Für die Boko Harams und so, dass sie zu diesem heiligen und lebendigen Gott kommen. So wie auch ihr Muslime. So, bitte alle nochmal teilen, Leute. Und alle bitte folgen. Alle folgen, Leute. An die 370 Zuschauer. Alle das Plus wegmachen. Alle folgen. Und ich bedanke mich bei jedem Einzelnen. Muslime, euer eigener Prophet wusste nicht mal, ob er in den Himmel kommt. Wie traurig ist das? Euer eigener Prophet wusste nicht, wohin er geht. Ihr Muslime wisst nicht, wohin ihr geht. Der Herr Jesus sagt doch, ich bin das Leben, ich bin der Weg, ich bin die Auferstehung. Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch meinen Frieden geben. Religion kann dir keinen Frieden geben. Religion ist, du musst tun, du musst machen, um vielleicht gerettet zu werden, Muslime. Versteht ihr das nicht? Ihr befindet euch alle mit einem halben Bein in der Hölle, Muslime. Das wird so schrecklich sein. Das Gericht Gottes wird über euch kommen, Muslime. Das Gericht Gottes wird über euch kommen. Ihr habt die Möglichkeit, hier in Europa die Bibel zu lesen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, einfach aufzuschlagen, aufrichtig die Bibel zu lesen. Lest doch die Bibel. Warum lest ihr nicht die Bibel? Warum lest ihr nicht das Wort Gottes? Ihr habt euch alle verführen lassen. Ihr habt euch verführen lassen und ihr wurdet verführt, Muslime. Und deswegen, ich sag es euch, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, Muslime. Ihr habt, ich sage es euch, ihr folgt falschen Geist, ihr folgt einem falschen Prophet. Ihr betet einen falschen Gott an. Es gibt nur einen Gott und das ist der Herr Jesus Christus. Er hat seine Gottheit bewiesen, er wurde gekreuzigt. Er wurde gekreuzigt, er ist Gott und die Bibel ist das Wort Gottes. Und die Bibel hat mehrere tausende Prophezeiungen, die Bibel hat mehrere tausende Manuskripte. Und ich sage es euch, es werden sich weitere Prophezeiungen erfüllen. Aber ihr seid verblendet, Muslime. Ihr seid verführt, Muslime. Götzendiener. Ihr seid doch Götzendiener. Ihr seid doch Götzendiener. Ich bete kein Kreuz an. Ich verneige mich nicht vor Statuen. Ich bete den allmächtigen Gott an. Hier, wenn das kein Götzendienst ist, unfassbar, wie ihr verführt worden seid. Aber lacht weiter, Muslime. Lacht weiter. Auch Hamdi, mit deiner verführerischen Truppe, jetzt zeig. Hä? Angeblich kein Weihnachten feiern, ne? Hier, Joker und Hamdi, ne? Was ist das hier? Was ist das für ein Bild hier? Hä? So. So, der Herr ist gekommen, um zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Muslime, er ist gekommen, um zu retten, um zu suchen, was verloren ist. Und er ist für dich ans Kreuz gegangen. Und weil er euch unendlich liebt, Muslime, unendlich. Bitte alle folgen, alle Plus wegmachen. Ja, jetzt wurde mein Stream gesperrt. Dankeschön. Dankeschön, dass ihr den Stream gemeldet habt. Dankeschön. Aber egal, ich werde immer wieder kommen. Ihr könnt meinen Account sperren. Ich komme immer wieder. Ja, hier Kalima TV. Du hast ja überhaupt nur null Ahnung. Du kriegst ja gar nichts gerafft. Du setzt erstmal deine Brille auf und dann kannst du auch richtig gucken. Du weißt selber nicht mal, ob du in den Himmel kommst. Trink erstmal Kamillenpipi, damit du auch auf Debatten vorbereitet bist. Erstmal Kamillenpipi trinken. Trink Kamillenpipi und ich mache mit dir eine Debatte. Ich will sehen, dass du Kamillenpipi trinkst. Trink mal richtig ein Liter Kamillenpipi, eiskalt mit Eiswürfel. Und dann Bismillah. Dann mache ich eine Debatte mit dir. Dann mache ich mit dir eine Debatte. Trink Kamillenpipi und dann Bismillah und dann machen wir Debatte. Sonst keine Debatte. Ich will, dass du richtig wie ein Moslem auch lebst. Ne, ich beleidige nicht. Wieso beleidigen?
Was hast du getan? Du hast den Herrn Jesus Christus verlassen. Warum hast du das getan? Das ist so traurig, Muslime. Ihr werdet bald alle gechippt werden. Ja, ja, du bist ja nur am Lästern. Da ist ja ein Dämon in dir. Du hast ja einen dämonischen Geist. Da ist ja ein böser Geist in dir, ein Lästergeist, ein Lügengeist, der dich benutzt. Muslime, ihr werdet bald, auf euch wird was bald richtig Schlimmes zukommen. Ich werde jetzt einen Stream demnächst machen. Wartet ab. Über die neue Weltordnung. Was demnächst auf euch passiert, demnächst auf euch zukommen wird. Wartet mal ab, was demnächst auf euch zukommen wird. Darauf könnt ihr euch richtig freuen. Ja, was ist das denn? Weihnachten ist ein christliches Fest. So, ich werde demnächst euch was zeigen, was demnächst auf euch zukommen wird. Der RFID-Chip, Antichrist. Wartet mal ab. Wartet ab, was auf euch zukommen wird. Gnade Gott. So Gott will, komme ich heute Abend live und dann werde ich euch das alles zeigen. Ihr werdet bald alle gechippt werden. Es geht bald los. Wann machst du das Video? Vielleicht heute Abend. Ich werde euch sehr viele Videos zeigen. Hör auf, so einen Schwachsinn zu schreiben, bitte. So Leute, ich werde jetzt den Stream auch beenden. Dankeschön. Walla, Dankeschön. Walla, danke für die Rose. Hör auf, so einen Schwachsinn zu schreiben. Trinkst du Kamelenpipi? Unfassbar, wie du das hier verdrehst. Leute, so Gott will, komme ich heute Abend live. Alle Folgen, alle Folgen, alle Folgen, Leute, alle Folgen. Plus wegmachen. Alle Plus wegmachen, Leute, alle Folgen. Damit wir die Wahrheit verkündigen. Es ist unsere Pflicht, dass wir die Wahrheit verkündigen. Es ist unsere Pflicht, dass die Muslime den Islam verlassen und zu den Herrn Jesus Christus kommen. Zu diesem einzigen und wahren Gott. So. Alle Folgen, ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der mir gefolgt ist, an die ganzen 200 Zuschauer, alle, die mir noch nicht gefolgt sind, alle Folgen, Leute. So Gott will, komme ich dann heute Abend live. Ja, und dann werden wir mal ein bisschen über den Antichristen reden, neue Weltordnung, über Prophezeiungen. Und dann werden wir mal sehen, ob die Bibel das Wort Gottes ist oder ob der Koran das Wort Gottes ist. Und dann schauen wir mal, wie viel hat sich denn erfüllt, wie viele Prophezeiungen haben sich erfüllt. Und für die Leute, die wirklich auf der Suche nach Gott sind, du kannst heute auf deine Knie gehen und frag Gott, welcher Gott bist du? Offenbare dich mir, Gott, welcher Gott bist du? Frag ihn doch einfach, frag ihn selber. Es heißt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, er wird gerettet werden. Frag diesen Gott. In Johannes 3, Vers 3 sagt der Herr Jesus Christus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, du musst von neu geboren werden. Das heißt, die Wiedergeburt ist eine geistliche Wiedergeburt. Du empfängst den Heiligen Geist aus Glauben, wirst du gerettet. Mit dem Mund bekennen wir Gott und mit den Herzen glauben wir. Und deswegen, du musst, wenn du zu den Herrn Jesus kommst, glaube vom ganzen Herzen und du wirst gerettet werden. Du wirst heute ein Kind Gottes sein. Tu aufrichtig Buße, erkenne, dass du ein Sünder bist. Erkenne, dass du ohne den Herrn Jesus verloren bist. Und dass der Herr Jesus Christus stellvertretend für dich ans Kreuz gegangen ist und am dritten Tag auferstanden ist. Wenn du das glaubst, wirst du selig sein. Du wirst den Tod nicht mehr schmecken. Du wirst ewiges Leben bekommen. Und ich sage dir, der Herr Jesus Christus vergibt dir alle deine Sünden. Egal, was du getan hast, ob Mord, Vergewaltigung, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und er ist ein treuer Gott. Er ist ein gerechter Gott. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Das sage ich dir und das verspreche ich dir. Denn ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Sehe, das Alte ist vergangen. Sehe, es ist alles neu geworden. So Leute, nochmal alle folgen. Dankeschön, Leute, die mir gefolgt sind. Ich hoffe, dass wir bis morgen oder bis übermorgen, dass wir vielleicht sogar Ende des Monats die 7000 Follower voll bekommen, damit ganz viele Leute das verfolgen, sehen, teilt die Videos, damit viele Menschen zum Glauben kommen, verkündigt das Evangelium, lasst euch nicht einschüchtern, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Wir verkünden das Wort Gottes zur passenden oder unpassenden Zeit. Denn die frohe Botschaft ist eine lebendige Botschaft, eine rettende Botschaft. Es ist das Wort Gottes. Darum lasst uns rausgehen und ein Licht sein. Lasst uns gute Früchte bringen. Lasst uns auch unsere Feinde segnen, unsere Feinde lieben. Und lasst uns aufrichtig mit Gott wandeln und aufrichtig Liebe haben. So Leute, ich beende den Stream.
Vielleicht komme ich später mit Amir und Reza dann live und dann reden wir mal über die neue Weltordnung. Also, so zwischen 9 Uhr, so Gott will, 9 Uhr, dann komme ich vielleicht 9, halb 10 und sonst Gottes Segen. Bis später, Leute. Und alle nochmal folgen. Bis später.